Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Teams der Innovationswerkstatt, ich möchte euch und Sie ganz herzlich zum heutigen Abend begrüßen. Wir haben alle sehr lange auf diesen Abend hingearbeitet und es ist wunderbar, dass wir nun live on stage sind. Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers équipes de l'Atelier d'Innovation, je vous souhaite une très cordiale bienvenue à cette soirée. Nous avons tous travaillé à cette soirée depuis longtemps et c'est merveilleux que nous soyons maintenant sur scène. Mein Name ist Katharina Konradin und ich arbeite für die SECON und ich habe dieses Projekt mit meinem Kollegen Michael Kropatsch, ebenfalls von der SECON, und den beiden Kollegen Thomas Probst und Lorenz Kurz von der Firma Planwan geleitet und ich werde sie durch den heutigen Abend begleiten. Speziell begrüßen möchte ich an dieser Stelle natürlich all unsere Teams, die in den letzten Wochen eine großartige Arbeit geleistet haben. Und ebenfalls begrüßen möchte ich die Jury, die heute die schwierige Aufgabe hat, aus den 10 Teams diejenigen auszuwählen, die eine Anschubfinanzierung erhalten werden für die Umsetzung ihrer Projektidee. In der Jury sitzen Matthias Stremloff vom Bundesamt für Umwelt BAFU, François Barvet, Innovationsexperte, und Dominique Weisen, Geschäftsführerin des Netzwerks Schweizer Perke. Damit Sie später, wenn die Teams dann präsentieren, alles verstehen, möchte ich Ihnen an dieser Stelle ein ganz klein bisschen über den Hintergrund dieses Projektes erklären. Und dazu teile ich ganz kurz meinen Bildschirm. Et pour que vous compreniez tous, je vais changer un peu entre les deux langues, français et allemand, mais je vais pas traduire tout. Das Projekt Innovationswerkstatt Schweizer Perke wurde vom BAFU lanciert und gemeinsam mit dem Netzwerk Schweizer Perke umgesetzt. Ganz grundsätzlich geht es darum zu zeigen, dass der Schutz wertvoller Naturflächen auch Wertschöpfung generieren kann. Also, dass es möglich ist, Geld zu verdienen und trotzdem die Natur nicht zu zerstören, sondern sie im Gegensatz noch aufzuwerten. Dass das gar keine so einfache Aufgabe ist, die einiges an Innovationskraft voraussetzt, ist klar. Gestartet sind wir Ende Januar dieses Jahres mit einem zweitägigen Design Sprint, an dem sich rund 50 Teams aus der ganzen Schweiz beteiligt haben und aus dem rund 35 Ideen hervorgegangen sind. Die Jury hat bereits eine Vorauswahl getroffen und aus diesen 35 Ideen die 10 besten herausgefiltert. Was Sie heute Abend sehen, ist also bereits die Crème de la Crème. Dann ist es weitergegangen mit einer Entwicklungsphase, bei der wir uns zu verschiedenen Coachings getroffen haben. Die Teams präsentieren heute Abend ihre Projektidee. Sie werden sie versuchen, bis zum Herbst umzusetzen und im September, am 9. September, gibt es dann einen Abschlussevent, der ebenfalls öffentlich sein wird. Les équipes ont dû répondre à des différents critères. Tout d'abord, leur idée doit être mise en œuvre dans un des parcs suisses. Et deuxièmement, elle devait valoriser l'infrastructure écologique. L'infrastructure écologique est constituée, pour simplifier un peu, des paysages et des habitats naturels les plus précieux de la Suisse qui ont une fonction de mise en réseau très importante pour les plantes et les animaux. Das erkläre ich nochmal auf Deutsch. Die Teams mussten mit ihrer Idee verschiedene Kriterien erfüllen. Erstens muss ihre Idee in einem der Schweizer Perke umgesetzt werden und zweitens muss sie die ökologische Infrastruktur in Wert setzen. Die ökologische Infrastruktur, das sind die, etwas vereinfacht gesagt, die wertvollsten natürlichen, naturnahen Landschaften und Lebensräume der Schweiz, die für Pflanzen und Tiere eine ganz wichtige Vernetzungsfunktion haben. Heute Abend werden Sie ab und zu den Begriff MVP hören. MVP ist Englisch und steht für Minimal Viable Product, also das minimale brauchbare Produkt. Das ist eine etwas barbarische Übersetzung, heißt aber so. Die Teams haben alle im Januar mit der Ideenentwicklung begonnen. Sie hatten also noch nicht allzu lange Zeit. Was Sie nun hier präsentieren, ist also noch nicht das Endprodukt, sondern ein Teil davon. Es ist auch kein Prototyp, sondern es ist eben eine erste Version eines bereits verkaufbaren Produkts, für das Kundinnen und Kunden bereit sind, Geld auszugeben. Und nun will ich Sie gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich beende meine Präsentation.
und möchte die Bühne freigeben für unsere Protagonisten, die Teams. Als erstes möchte ich dazu Johannes Hedinger vom Team 9 zu mir auf die virtuelle Bühne bitten. Johannes Hedinger stellt das Projekt Den Wald und den Klimawandel hörbar machen, ein Kunst- und Forschungsprojekt zur ökologischen Infrastruktur im Safiental vor. Parkpartner ist dabei der Naturpark Beverin. Mitentwickelt haben die Idee auch Benedikt Joos, Markus Mäder und Mirja Busch. Jetzt wird Johannes seinen Bildschirm teilen, du kannst damit anfangen. Er hat für seine Präsentation genau 3 Minuten Zeit. Ich werde ganz genau auf die Zeit schauen. Ich sehe, du bist bereit. Johannes, bist du bereit? Dann geht's los. Die 3 Minuten laufen. Ich freue mich sehr, Ihnen heute unseren MVP aus dem Bereich Kunst und Wissenschaft vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Johannes Hedinger. Ich bin der Leiter des Instituts für Land and Environmental Art in Safiental im Naturpark Beverin. Doch was ist Land and Environmental Art? Verkürzt gesagt ist das Kunst, die in und mit der Natur entsteht und auch meist dort präsentiert wird. Wir im Safiental haben da schon einige Erfahrungen. Seit 5 Jahren veranstalten wir Outdoor-Ausstellungen, Akademien, Symposien, Events und vieles mehr. Das bündelt sich im Institut, das seit einem Jahr fixe Räume im Berghotel Alpenblick in Tenna hat. Während denn die Ausstellung und Bildung schon gut verankert sind, ist die Forschung noch sehr jung. Und diese Forschungsprojekte zwischen Kunst und Ökologie haben einen Fokus auf Biodiversität, ÖI, Klima und Nachhaltigkeit. Wir bringen das Künstlerische und das Lokalwissen mit. Nun suchen wir Expertenwissen via Hochschulpartner. Deswegen ist unser MVP, unser Testprodukt, auch ein Forschungsprojekt mit solchen externen Hochschulpartnern, mit dem Ziel, langfristige Partnerschaften aufzubauen und dem Fernziel Aufbau eines Forschungs- und Bildungsstandortes Safiental. Unsere Kunden sind also Universitäten und Fachhochschulen, konkret in diesem Fall die ZHDK und die ETH, auch die WSL und die Gemeinde Safiental ist involviert. Das Forschungsprojekt ACLA ist ein ökoakustisches Beobachtungsprojekt im Naturwaldreservat Akladobel mit dem Klangforscher Markus Mäder. Der fragt, wie tönt denn der Boden? Oder klingt ein Naturwaldreservat anders wie ein Nutzwald? Der Klang wird so zum Gradmesser eines Ökosystems und die Ökoakustik zur Tonspur des Klimawandels. Die Umsetzung sieht vor, dass wir in 3 Messstationen über ein Jahr Daten sammeln, diese umwandeln in Soundscapes und Musik und die werden dann erlebbar in einem Observatorium am Rande des Reservates und auch parallel online. Was ist daran innovativ oder überraschend? Es ist der überraschende Zugang über das Gehör und über die Kunst. So sensibilisieren wir neu für ÖI, für Biodiversität und Klimawandel. Wir haben auch eine neue Zielgruppe, nämlich die Kunst- und Kulturliebhaber und bringen die zusammen mit anderen Zielgruppen wie den Forschern und den Wissenschaftlern. Es hat ein hohes Kommunikationspotenzial, ist ausbaubar und hat eine langfristige Wirkung. Wir sind gut aufgestellt. Hier eine Liste der Organisationen, die schon dabei sind. Die möchten wir gerne längerfristig natürlich als Institut binden. Wir starten nächsten Monat mit der Datensammlung. Im September können wir erste Forschungsdaten präsentieren und einen Workshop machen. Und in einem Jahr geht dann das Observatorium online. Wir brauchen 31.000 für dieses erste Jahr. Gesichert sind 2/3 und mit dem BAFU-Förderbeitrag kämen wir gerade über die Ziellinie. Insofern würde es uns sehr freuen, Sie bald vielleicht auch als unsere Projektpartner begrüßen zu dürfen und laden Sie heute schon recht herzlich ein, ins ACLADOBEL mal vorbeizusehen bzw. vorbeizuhören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke vielmals, Johannes. Das war perfekt in der Zeit. Jetzt hat die Jury die Möglichkeit, Fragen zu diesem Projekt zu stellen, zu dieser Idee zu stellen. Gibt es Fragen von der Jury? Ich höre etwas, aber ich höre noch niemanden eine Frage stellen. Dominik, Matthias oder François, habt ihr eine Frage zum Projekt, zur Projektidee von Johannes?
Eine Frage bezüglich Umsetzungswahrscheinlichkeit. Also wenn ich das vorher richtig verstanden habe, wird das Projekt sowieso gemacht. Also ihr seid dort auf gutem Weg. Wir sind auf sehr, sehr gutem Weg. Ich treffe morgen, die nächste Woche den Revierförster. Ich bin mit dem Forscher schon oben. Wir definieren die Orte. Wie Sie sehen, bestellen wir die Hardware schon nächsten Monat und installieren, beginnen mit der Datensammlung. Also wir starten, ja. Wir haben nur 2/3 zwar gedeckt, aber ein Teil der Kosten kommen erst nächstes Jahr. Insofern gehen wir jetzt los, weil wir brauchen ein Jahr lang Daten, um dann diese Soundscapes über das ganze Jahr aufzeichnen zu können. Die Daten, die werden nicht direkt hochgebeamt, die müssen wir dann alle halb Jahr einmal holen gehen. Aber sonst ist das extrem nicht invasiv. Es gibt 3 Messstationen im Perimeter, werden einmal pro halbes Jahr vom Forscher geholt und sonst geht da niemand rein. Das Observatorium ist am Rande und online, ja. Gut, danke. Gibt es eine weitere Frage? François, hast du noch eine Frage? Dominik hat Nein gesagt. Nicht gut. Dann hat Johannes seine 3 Minutes of Fame schon gehabt. Dann geht es weiter mit dem Team 15. Das wird von Andrin Krähenbühl präsentiert. Er wird das Projekt mit der Angelrute den Lebensraum Gewässer entdecken vorstellen. Hier ist der Partner der Naturpark Diemtigtal und mit im Team waren auch Adrian Eschlimann und Karin Rix. Andrin, du hast deinen Bildschirm bereits geteilt. Ich stelle fest, du bist bereits parat. Willst du loslegen? Du musst nicht, du bist noch nicht, du bist noch stumm geschaltet. Ja. Ja, danke schön. Du bist bereit? Ich bin bereit, ja. Dann geht es jetzt los. Hallo zusammen. Ich bin Andrin Krähenbühl, ich bin Gewässerökologe und ich zeige euch heute, wie man mit der Angelrute die Unterwasserwelt erkunden kann. Jetzt. So. Zusammen mit Adrian Eschlimann arbeite ich beim Schweizerischen Kompetenzzentrum Fischerei. Adrian und ich, wir sind beide seit klein auf begeisterte Angler. Und wir geben diese Leidenschaft auch gerne weiter. Doch jetzt seit längerer Zeit stört uns daran, dass die ökologische Infrastruktur und die Ökosystemfunktionen in der Fischereiausbildung gar nicht berücksichtigt werden. Auch die Ausbildung und die Praxis in der Fischerei sind getrennt. Dies möchten wir gerne ändern. Mit Karin Rix vom Naturpark Diemtigtal haben wir die perfekte Partnerin gefunden, um dieses Projekt umzusetzen. Vielleicht ein bisschen konkreter, was ist daran innovativ? Bei uns kann man spielerisch den Gewässerraum entdecken. Wir gehen im Fluss der Biodiversität auf die Spur, suchen zum Beispiel diese Eintagsfliegenlarven, die Sie hier sehen. Wir schauen, wie ein Auengebiet funktioniert und warum das wichtig ist. Damit möchten wir zum Beispiel auch anregen zu einer nachhaltigen Nutzung der Fischbestände. Bei unserem Testversuch werden wir mit dem Park und mit lokalen Akteuren 2 bis 3 Familien einladen, um mit uns unser Testangebot zu probieren. Diese besuchen einen 2-tägigen Kurs mit Fischereiausbildung und lernen natürlich auch unsere Umweltbildungsangebot über die ökologische Infrastruktur kennen. Diese Planung ist schon ziemlich konkret und das Datum ist gesetzt. Der Kurs wird am 13. und 14. August stattfinden. Bei unseren MVP-Testkunden stützen wir uns, wie bereits gesagt, auf Familien mit Kindern, weil wir gerade die Kinder, also die Zukunft der Fischerei, erreichen und begeistern wollen, damit sie sich auch in der Zukunft nachhaltig für den Gewässerschutz und für die Fische einsetzen werden. Natürlich soll uns unser Test auch zeigen, ob die Zahlungsbereitschaft der Kunden vorhanden ist und ob unser Angebot attraktiv ist und wo es vielleicht noch Verbesserungsbedarf gibt. Wir werden unseren Versuch im Naturpark Diemtigtal durchführen, wo wir auf intakte Fließgewässer zählen können in einer wunderschönen Umgebung, damit die Leute vielleicht auch sehen können, dass es in anderen Regionen den Gewässern nicht mehr ganz so gut geht. Bei der Durchführung unserer Kurse können wir auch auf die Unterstützung der lokalen Gastronomie und der lokalen Fischereivereinigungen zählen. In unserer Planung arbeiten wir momentan bereits intensiv auf den Testversuch hin, der im Sommer stattfinden wird. Unsere Pläne gehen natürlich eigentlich schon viel weiter.
Bei der Finanzierung sieht es leider auch bei uns so aus, dass wir noch eine kleine Lücke haben. Ihr könnt uns helfen, diese zu stopfen, damit auch wir schon bald Leute den Fließgewässern entlang führen können, ihnen die Wasseramsel zeigen können, den Fischen eine Stimme geben können und damit unser Projekt zum Fliegen kommt. Vielen Dank. Vielen Dank, Andrin. Auch das war perfekt getimt. Ich gebe den Ball wieder an die Jury und frage, ob es zu dieser Projektidee noch Klärungsbedarf gibt. J'ai peut-être une question. Ça va en français? Oui, ça va. Ça va. D'accord. J'ai une question sur la grandeur de votre projet. Vous êtes très presque sous l'eau dans votre présentation. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses autour à montrer ou pour faire découvrir justement les infrastructures écologiques? Vous avez montré un oiseau, il y a peut-être d'autres choses. Est-ce que ce ne serait pas le cas de faire un projet un peu plus vaste? Ist das in Ordnung, wenn ich auf Deutsch antworte? Kein Problem. Also natürlich zum Beispiel bei den Auengebieten beschränken wir uns nicht nur auf das Wasser, weil natürlich auch der Wald dort eine sehr wichtige Rolle spielt, auch für die Produktivität der Gewässer. Und wir möchten natürlich auch darauf eingehen. Es ist natürlich so, dass die Fischerei sich eigentlich nur auf das Wasser beschränken kann. Aber der Genuss kommt ja auch nicht nur vom Wasser dort. Vielleicht kann Adrian noch etwas hinzufügen. Gerne. Ja, ich denke, die Leidenschaft, einem Fisch nachzustellen, weckt bei den Leuten immer auch das Interesse nach der Natur rundherum. Und das ist eigentlich unser Einstieg, um aber den Interessierten wirklich die Naturwerte jetzt in diesem Fall des Tiemtigstals näher zu bringen. Kürzlich, als wir den Ort besichtigt haben, sind wir zum Beispiel an einem Moor vorbeigekommen und das sind dann alles Stationen, die wir den Leuten zeigen und auch zeigen, wie das zusammenhängt. Wir wollen zwar unter das Wasser schauen, weil das immer ein bisschen zu kurz kommt, aber uns ist klar, dass das vernetzt ist und dass das unbedingt herauskommen muss. Danke. Gibt es noch eine Frage von Dominik oder von Matthias? Dominik schüttelt den Kopf. Matthias. Vielleicht sagt ihr noch zwei Sätze zur Verknüpfung zwischen Fischerei. Also was ist Fischausbildung, was ist Natursensibilisierung? Wie sieht das konkret aus an den beiden Tagen? Genau. Also wir werden etwa 2-3 Stunden Fischtheorie machen, aber schon einen ersten Input zur ökologischen Infrastruktur. Also warum sind die Gewässer wichtig? Dann gehen wir hinaus, kommen am Moor vorbei, werden zum See gehen, wo wir die eine oder andere Wurfübung machen und mit den Leuten überlegen, okay, ist das ein intakter See? Warum ist der nicht intakt? Was könnte es hier für Fische haben? Machen wir dort eine Begehung? Und am nächsten Tag, am Abend machen wir dann die Fischeprüfung und am nächsten Tag gehen wir dann wirklich mit diesen Leuten an ein Gewässer und drehen die Steine. Was hat es hier für Lebewesen? Welchen Köder muss man anhängen, wenn es hier diese Lebewesen hat, wenn man den Fisch haben will? Ich würde sagen, es ist etwa halb Fischereihausbildung und halb Naturbildung. Gut, vielen Dank. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Team. Andrin, du kannst deine Präsentation beenden. Danke vielmals. Das nächste Team ist Barbara Grendelmeier aus dem Landschaftspark Binntal. Sie stellt uns ihre Idee Obstfestival im Landschaftspark Binntal vor. Sie hat dieses Projekt gemeinsam mit Julia Akten und Andreas Weißen entwickelt. Und noch eine Anmerkung, Sie haben vorher vielleicht gehört, dass ab und zu von Test gesprochen wird oder was wollen wir herausfinden. Das waren natürlich Fragen, die wir als Coaches den Teams mit auf den Weg gegeben haben, weil eben dieses MVP auch die Möglichkeit sein soll, ein erstes Feedback von zahlenden Kundinnen und Kunden zu erhalten, um dann das finale Produkt noch zu verbessern. Also das ist da, wo wir im Moment stehen. Und jetzt würde ich das Wort gerne an Barbara Grendelmeier übergeben. Sie hat ihre Präsentation schon geteilt. Barbara, bist du bereit? Gut, dann geht's los. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Präsentation. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen unser zukünftiges Obstfestival im Landschaftspark Binntal vorstellen darf. Kirschblüte in Erlen, paradiesische Zustände, könnte man meinen.
auch für viele Vogelarten wie hier unseren Gartenrotschwanz. Doch der Schein trügt, leider sieht die Realität anders aus. Innerhalb von 10 Jahren sind in der Gemeinde Ernen über ein Zehntel der Obstbäume verschwunden. Es besteht deshalb dringender Handlungsbedarf. Da Moralisieren und erhobene Zeigefinger meist wenig bewirken, kommt hier unsere Idee. Wir feiern ein Fest für die ökologische Infrastruktur. Das Ziel ist die Erhaltung der Hochstammobstgärten. Ein Fest bedeutet Freude, Begeisterung, Gemeinschaft und Stolz. Und worauf man stolz ist, dies will man erhalten. Speziell ist auch, dass wir verschiedenste Gruppen einbinden, wie die Landwirtschaft, Gastronomie, Schulen, soziale Institutionen und natürlich die lokale Bevölkerung. Unser Produkt ist also das Obstfestival, welches jährlich stattfindet. Es ist unser Aufhänger, Auftakt und Antrieb für verschiedene Aktionen, welche schließlich der Erhaltung der Hochstammobstgärten dienen. Bereits stattgefunden haben Gespräche mit Obstbaumbesitzern. Am Obstfestival selbst wird es vieles zu erleben geben. Kommen Sie am 11. September nach Ernen, feiern Sie mit uns und lassen Sie sich überraschen. Sie sind herzlich eingeladen. Anschließend folgen Pflücktage mit den sozialen Institutionen und Mosttage, wo die Leute ihr Obst zum Pressen bringen können. Auch bei der Vermarktung und der Baumpflege bieten wir Unterstützung an. Unser Test ist also: Wird das Obst genutzt und werden die Obstbäume erhalten, wenn ein konkretes Angebot vorhanden ist? Die Obstbaumbesitzer profitieren auf vielfältige Weise. Das Obst wird weggeräumt, sie haben ein wertvolles Produkt zur Verfügung und sie erhalten fachliche Unterstützung bei der Pflege. Die ökologische Infrastruktur sind in unserem Fall die Streuobstwiesen im Landschaftspark Binntal. Dabei konzentrieren wir uns so weit möglich auf die Biodiversitätsförderflächen der Qualitätsstufe 2. Das Team besteht aus Mitarbeitenden des Landschaftsparks Binntal. Da uns auch die soziale Nachhaltigkeit sehr wichtig ist, streben wir für Partnerschaften die Zusammenarbeit mit sozialen Institutionen an. Bei der Finanzierung machen Stiftungen einen großen Teil aus, da unser Hauptziel die Erhaltung der Streuobstwiesen und die Förderung der Biodiversität ist. Besonders freuen würden wir uns natürlich auch über den Beitrag des BAFU, den wir für die Durchführung des eigentlichen Obstfestivals einsetzen möchten. So leisten wir mit unserem Obstfestival und den begleitenden Maßnahmen einen entscheidenden Beitrag zur Erhaltung der Hochstammobstgärten im Landschaftspark Binntal. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Barbara. Das war wiederum eine perfekte Präsentation. Sie merken wirklich, alle diese Teams haben geübt, dass das jetzt so reibungslos verläuft. Vielen Dank, Barbara. Ich frage wieder in die Runde. Gibt es Fragen von Seiten der Jury? Die Teams, die machen das einfach so perfekt, dass da gar keine Fragen sind. Doch, François? Peut-être une petite question. Si quelqu'un est venu une fois, est-ce qu'il va venir une deuxième fois? Est-ce que vous avez une idée pour la fidélisation des gens qui viennent chaque année faire la fête? Ja, also wir möchten jetzt dieses Jahr, haben wir einfach ein Minimalprogramm, aber dann möchten wir auch jährlich wechselnd verschiedene Angebote anbieten, dass es nicht Standard wird. Einmal wird es vielleicht eine Exkursion in die Obstgärten geben, ein anderes Jahr gibt es vielleicht eine Apfelsaftdegustation mit verschiedenen Sorten. Da möchten wir sicher ein bisschen Abwechslung reinbringen. Gibt es eine weitere Frage? Matthias oder Dominik? Matthias, ja? Einfach auch hier die Frage, wenn ich das richtig verstehe, also der 11. September, das Projekt läuft, das macht ihr sowieso dieses Jahr. Und die genau, dann ja. Ist die Frage, wie ist so die Begeisterung bei den Obstbauern? Wie machen die mit? Sehen die diese Mehrwerte oder sind die eher kritisch? Wie ist da die Bereitschaft mitzumachen? Also bei den Vorgesprächen, die wir geführt haben, kamen auch einige kritische Stimmen zum Wort und viele, also schlussendlich haben wir gemerkt, viele wollen einfach einmal etwas sehen. Viele wollen einmal sehen, dass diese Mostpresse an diesem Tag tatsächlich auf dem Dorfplatz steht. Viele haben irgendwie Andeutungen gemacht, ja, wenn es dann soweit ist, doch, dann wären sie schon dafür zu haben. Es wäre eigentlich eine gute Sache. Aber es ist auch ja noch einiges an Unsicherheit, sage ich mal, vorhanden.
Danke. Gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter rasant durch diese Tour de Suisse sozusagen. Weiter geht es nun mit dem Team 20, einem Projekt aus dem Naturpark Thal von Simon Birrer und Florina Müller und auch Stefan Braun war mit von der Partie. Sie haben ihre Idee direkt in die Gaststube entwickelt, eine einzigartige Sinnesreise durch die ökologische Infrastruktur. Sie werden das gemeinsam präsentieren. Ihr könnt eure Präsentation anfangen zu teilen. Wir sind dabei, einen kleinen Moment. Hier ist sie. Gut, seid ihr bereit? Ja. Dann geht's los. Direkt in die Gaststube. Wir sind das Team 20 vom Berglandwirtschaftsbetrieb Bremgarten mit eigenem Restaurant im schönen Naturpark Thal. Mit unserer Geschäftsidee bringen wir die ÖI direkt zu Ihnen in die Gaststube. Das ist Martha, 32 und Primarlehrerin. Ich wünsche mir mehr Wissen über die Synergien zwischen Natur und Produktion. Das ist Georg, 58, Kulturjournalist. Ich suche ein Genusserlebnis, das spannende Geschichten zu Produkten und Menschen erzählt. Martha und Georg haben also Interesse an der ÖI. Das Problem ist jedoch, dass beiden der Zugang fehlt. Wir haben die Lösung für beide. Wir holen Martha und Georg in unser Restaurant und bringen die ÖI mit einem Themenabend direkt zu Ihnen. Wir bieten Ihnen aber nicht einfach einen Themenabend, sondern eine einzigartige Sinnesreise durch die ÖI. Sie vereint Spannung, Genuss, Sinnlichkeit und Wissensvermittlung. Eine Geschichte führt durch den Abend und verknüpft die verschiedenen ÖI mit zahlreichen Sinneserlebnissen. Ihr könnt euch nichts darunter vorstellen. Hier zwei Sinneserlebnisse-Beispiele. Es wird komplett dunkel um Martha und Georg. Sie tauchen in die faszinierende Geräuschwelt der Trockenwiese ein. Spannende Inputs zu dieser einzigartigen ÖI bereichern das Erlebnis. Martha und Georg reisen weiter. Verschiedene Kräuterbutter bringen den Geschmack einer typischen Jura-Waldweide auf den Teller und veredeln so das hofeigene Weide-Beefsteak. Mm. Nebendran die grünen Kräuter. Welche Kräuterbutter gehört wohl zu welchem Kräutlein? Auch die Hecken haben viel zu bieten. Eins ist gewiss, auf Martha und Georg warten noch zahlreiche Sinneserlebnisse. So, nun kennt ihr unsere Idee. Das hier ist unser MVP. Es ist in drei Stufen aufgebaut. Zuerst möchten wir mit einer Ausschreibung die Nachfrage zu gegebenem Preis testen. Als zweites möchten wir mit einer Durchführung eines Themenabends herausfinden, ob die Sinnesreise denn wirklich auch funktioniert. Mit dem Feedback wollen wir in einem dritten Schritt einen optimierten Themenabend durchführen. Dazu laden wir potenzielle Partner ein, um zu prüfen, ob sie interessiert wären an einer Einbindung in unser Projekt. Hinter der Idee stecken Simon, der umsetzungsstarke Praktiker, Sorina, der kreative Kopf und Stefan Braun, unser Marketingprofi vom Naturpark Thal. Im Zentrum unserer Geschäftsidee steht unser Berglandwirtschafts- und Gastbetrieb Bremgarten in enger Zusammenarbeit mit dem Naturpark Thal. Mit unserem Projekt verfolgen wir jedoch das Kernziel, weitere Akteure aus verschiedenen Sektoren aus dem Naturpark Thal einzubinden. Was bieten wir Ihnen also? Den Zugang zur ÖI für alle, die Vernetzung der lokalen Akteure im Park, keine Beeinträchtigung der ÖI und eine garantiert langfristige Inwertsetzung der ÖI durch einen neuen Betriebszweig bei uns. Wir sind diesen Sommer fertig mit unserem Studium und voll motiviert. Wir haben mit unserem Landwirtschaftsbetrieb und dem Bergrestaurant die Infrastruktur und das Netzwerk im Naturpark Thal. Uns fehlen aber die finanziellen Ressourcen, um unser Projekt zum Fliegen zu bringen. Und da kommen genau Sie ins Spiel. Mit Ihrer Finanzierung von 5.000 Franken ermöglichen Sie uns die Realisierung einer professionellen Sinnesreise durch die ÖI. Danke, dass Sie unser Projekt mit Ihrer Unterstützung, dass es mit Ihrer Unterstützung abheben kann. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Das war wiederum eine fulminante Präsentation. Also alle Teams, ein kurzer Aufsteller. Ihr begeistert mich und ich bin sicher, ihr begeistert auch die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns über den Livestream verfolgen. Das ist wunderbar. Ich schaue wieder die Jury an. Habt ihr zu diesem Projekt Fragen? Ihr könnt das Bildschirmteilen beenden. Ja, ich hätte eine Frage. Ihr habt gesagt, dass ihr auch mit dem Projekt, dass ihr die Akteure in der Region vernetzen wollt. Wie habt ihr da schon eine konkrete Vorstellung, wie ihr das machen wollt? Ja, wir haben bereits eigentlich einige Partner ansprechen können, also andere Landwirtschaftsbetriebe oder auch Verarbeitungsbetriebe, wie beispielsweise die Mühle
bei uns im Dorf angesprochen, ob sie interessiert wären, auch Teil des Projekts zu sein. Wir möchten insbesondere eigentlich Produktionsbetriebe motivieren, auch ein Produkt zu erzielen oder zu produzieren aus den ÖIs. Und dass wir dann diese Produkte eigentlich bei uns, bei unserem Sinnesthemenabend einbauen können. Eigentlich unser MVP besteht jetzt lediglich aus unserem Betrieb und aus einem ersten Konzept so. Und wir möchten dann das auf Partnerbetriebe ausweiten können und diese Produkte dann auch einbauen können in unserem Sinneserlebnis. Genau, deshalb laden wir in der dritten Stufe eigentlich auch potenzielle Partnerbetriebe ein und zeigen ihnen mal, ja, wie sieht das aus, wer der interessiert, eure Produkte da einzubinden, selbst eine Geschichte zu euren Produkten zu erzählen. Danke. Gibt es noch Fragen von Matthias oder François? François, du hast das. Oui, j'avais une petite question. C'était. Jetzt hört man dich nicht. Du bist stumm. Ça va mieux? Ja. Ça va en français? Oui, ça va. Ouais. La question, c'était pour les clients. On n'a pas entendu grand-chose. Si je me rappelle bien, votre premier projet, c'était d'aller chercher les clients en ville. Alors, est-ce que maintenant, vous avez une idée un peu plus précise, peut-être, comment vous allez chercher vos citadins pour les faire venir chez vous? Genau, ist es auch gut, wenn ich auf Deutsch antworte. Das Zielpublikum hat sich seit der ersten Idee eigentlich nicht verändert. Wir wollen mit den gleichen Mitteln eigentlich agieren. Wir wollen ihnen zwar die Öl jetzt nicht zu ihnen nach Hause schicken, aber wir wollen sie über Social Media oder über Ausschreibungen eigentlich zu uns auf den Betrieb holen, weil wir denken eben gerade vielleicht Leute, die nicht so Outdoor-Menschen sind aus der Stadt, die kommen eher zu einem Genussabend, der alle Sinne involviert, auch kulturell ist. Und die können wir so eigentlich aufs Land holen, ohne dass sie dafür irgendwie Outdoor-Freak sein müssen. Und ohne die ÖI natürlich zu beeinträchtigen, deswegen im Restaurant oder in der Gastwirtschaft. Aber unser Zielpublikum ist eigentlich immer noch einfach junge und alte Erwachsene, die sich einfach für Genuss und Natur und auch diese Synergien interessieren und neugierig sind, mehr über ihre Produkte zu erfahren und die ÖI. Genau. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen, Matthias? Mich hätte noch so etwas, das die Sinne noch etwas interessiert. Ihr habt die Dunkelheit, die Geräuschkulisse angesprochen. Als Gourmet ist die Zunge, spüre ich die schon bei den Kräutern. Aber gibt's weitere Ideen, die nicht einfach Natur auf dem Teller sind mit Geschichten, sondern wirklich auch etwas mit wertvoller Natur zu tun haben? Genau, ja. Die Geschichte ist im Moment in der Erarbeitung, aber was wir noch geplant haben, ist zum Beispiel mit dem Riechsinn, dass man ja einen Unterschied merkt, zum Beispiel, was ist das für ein Boden? Ist das ein intensiv genutzter Boden? Ist das ein wertvoller Boden? Und das nicht nur riechbar, sondern auch hörbar zu machen. Vielleicht kennen Sie das Projekt Sounding Soil, mit denen wollen wir sicher zusammenarbeiten und dort auch wirklich nochmals übers Hören zeigen, dass es Unterschiede gibt zwischen eben einer Trockenwiese Qualitätsstufe 2 und zum Beispiel einer Reigraswiese, die intensiv genutzt wird. Spannend, da werden also ganz verschiedene Sinne angesprochen. Ich würde sagen, wir machen uns noch auf den Weg zum letzten Vortrag in dieser ersten Hälfte. Die nächste Projektidee wird von Lea Reusser aus dem Jurapark Aargau vorgestellt und ihre Idee ist, die ökologische Infrastruktur eben mit Augmented Reality, der Park aus der Tierperspektive verständlich zu machen. Lea, du kannst deinen Bildschirm teilen. Ja, das habe ich gerade gemacht. Genau, jetzt muss ich auch noch bereit. Ich bin auch bereit. Bist du auch bereit? Ja, ich bin bereit. Dann geht's los. Herzlich willkommen von meiner Seite. Wie gesagt, Lea Reusser, ich arbeite beim Jurapark Aargau und wie viele regionale Naturparke stehen wir vor der Herausforderung, die ökologische Infrastruktur als Begriff an ein breites Zielpublikum zu bringen und zum Beispiel 12-Jährige davon zu begeistern, nach draußen zu gehen, anstelle von zu Hause vor dem Bildschirm zu sitzen. Wie kriegen wir das hin? Hier kommt unsere Idee ins Spiel.
Unsere Idee ist ein Rundgang im Jurapark Aargau, also in der Natur, mit Augmented Reality Elementen, sodass die Leute über ein Smartphone oder ein Tablet die Landschaft erklärt bekommen, sozusagen von Tieren, die da wohnen. Hier seht ihr Frieda Fledermaus, die gerade die Hochstammobstgärten in Wert setzt. Was bringt das? Wir können mit dem technischen Aspekt ein sehr breites Zielpublikum ansprechen und sie in den Park vor Ort locken und ihnen so die ökologische Infrastruktur ansprechend vermitteln. Das tönt natürlich aufwendig, diese technische Plattform. Deshalb habe ich auch schon einen ersten Testtag durchgeführt. Ich war mit Kindern draußen. Die fanden das ganz toll und waren sehr interessiert. Aber ja, für diesen Pappkarton bekomme ich leider noch kein Geld. Und um nun zu testen, ob die Kunden auch wirklich zahlungsbereit sind, kommt nun das MVP, der Testtag 2, ins Spiel. Wir möchten einen Rundgang für Familien organisieren aus der nahen Umgebung und diese mit einer bereits zur Verfügung stehenden Basis-Webplattform für diese App begeistern und ihnen aufzeigen, wie das Projekt aussehen, das Endprodukt aussehen soll und schauen, ob sie dafür bezahlen würden. Der Testtag ist somit auch kostenpflichtig. Die ökologische Infrastruktur wird natürlich im Jurapark Aargau in Wert gesetzt und durch die Wahl der Tiere und des Ortes können wir auch die Elemente steuern. Ihr habt schon Frieda Fledermaus kennengelernt mit den Hochstammbäumen. Es gibt natürlich noch ganz viel mehr Tierarten, die sich da eignen. Zum Beispiel Werni Wiesel, der mag Hecken, Asthäufen und Gebüsch. Und die erarbeiteten Grundlagen im Rahmen des Gesamtprojekts, also das Endprodukt, die App, kann natürlich von ganz vielen Perken nachher mit anderen Orten und Tierarten wiederverwendet werden. Wer ist wir? Hinter mir ist das gesamte Jurapark-Team, wo ich auf ein breites Know-how in der Region zurückgreifen kann. Das Know-how ist natürlich auch bei den Gemeinden und den Landwirten vor Ort vorhanden. Und für die technische Umsetzung ist die Firma Kaser Bahnert am Start. Im September möchten wir den Testtag durchführen. Da ist natürlich noch technische Vorlaufzeit nötig. Und dafür brauchen wir auch die Finanzen. Da geht es um den Aufbau dieser Test-Web-Plattform, wo wir sehr froh wären um einen weiteren Beitrag, weil es sehr aufwendig ist. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Wilma Wildbiene und ihre Kollegin unterstützen würdet. Denn wenn die Kinder schon früh sensibilisiert werden, werden sie auch bereit sein, die Natur und ökologische Infrastruktur längerfristig zu schützen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Lea. Das war auch ein fulminanter Vortrag. Es ist wirklich absolut eindrücklich, welche Ideen diese Teams seit Januar entwickelt haben und wie weit das sie auch bereits sind in der Umsetzung. Also seit Januar sind lediglich 4 Monate vergangen, nicht einmal ganz. Und da ist wirklich sehr, sehr viel Hirnschmalz bereits investiert worden. Ich schaue wieder die Jury an, ob sie noch Klärungsbedarf zu dieser Idee hat. François. Oui, c'est toujours moi qui commence. J'ai une question. On a vu que ça coûtait quand même assez cher de faire une augmented reality. Comment vous voyez, je sais que c'est peut-être un peu tôt, mais comment vous voyez la durabilité du financement quand vous voudrez rajouter des animaux, etc.? Est-ce que vous voulez vendre votre idée à d'autres pour financer la suite ou quelles sont vos idées? Also die Grundidee ist über ein InnoSuisse-Projekt, das mit einer Fachhochschule anzugehen oder einer Hochschule, die dann eigentlich den technischen Teil so bewerkstelligen kann und wir so eigentlich mit relativ wenigen Investitionsgeldern durchkommen und für die anschließende Wartung und den Unterhalt des Apps, werden wir über den Verkauf der App finanzieren und über den Park gewährleisten können. Aber sicher werden wir da auch Stiftungen und so weiter noch anfragen müssen, um diesen Aufbau zu finanzieren. Aber eben, ich sehe da einen großen Mehrwert, weil das eigentlich mit anderen Tieren an anderen Orten von sehr vielen anderen Partnern, seien das Perke oder weitere Partner, genutzt werden kann künftig. Gut, gibt es noch Fragen von Dominik oder von Matthias? Matthias? Ja, danke. Vielleicht ein, zwei auch so Appetizer, was sieht man dann
auf der App? Also sind das stehende Informationen, sind das Raumdaten, sind das Filme, sind das Geschichten, also gefilmte, aufbereitete das ist noch Informationen? Sehr, was ist dort geplant? Sie ist noch sehr offen. Die Grundidee ist einfach, dass aus der Perspektive des Tieres kommuniziert wird. Also das kann sein, dass ich mein Pad hier, ich habe ja eines, genau, auf den Asthaufen halte und da springt dann ein Wiesel durch und sagt, hallo, ich bin Bernie Wiesel, ich finde den Asthaufen ganz toll, weil hier kann ich meine Jungen aufziehen und ich kann mich verstecken. Und dann schwenkt man das Pad weiter und kommt zum Acker, zum Monokulturacker, und da sagt dann Bernie Wiesel, ja, das finde ich jetzt nicht so toll, weil hier kann ich mich nicht verstecken, aber es gibt Mäuse, ich kann hier immerhin Fressen finden. Also das wäre so die Idee, oder dass die Tiere ihren Lebensraum erklären. Ob das mittels Filmen, Geschichten und so weiter umgesetzt wird, ist noch offen. Ich denke, da kann man auch verschiedene Methoden, werden da kombiniert. Gut, gibt es noch eine Frage von dir, Dominik? Nein, Dominik schüttelt den Kopf. Dann haben wir die ersten 5 Teams von unseren insgesamt 10 bereits durch. Ich möchte euch allen nochmal ganz, ganz herzlich danken. Das war wirklich unglaublich spannend und auch beeindruckend, was ihr uns da in den letzten 3/4 Stunden gezeigt habt. Wir haben nun eine ganz kleine Pause verdient. Ich würde vorschlagen, dass wir uns um Punkt 18 Uhr hier wieder alle treffen. Also diejenigen, die im Livestream sind, sollten auch um 18 Uhr wieder in den Bildschirm schauen. Sie können sich in dieser Zeit etwas zum Trinken holen, etwas durchatmen. Und genau um 18 Uhr geht es dann weiter mit der zweiten Runde. Ich gebe noch kurz einen Überblick über den ganzen Abend. Es folgt eben diese zweite Runde. Dann halten wir eine musikalische Überraschung für Sie bereit, während die Jury sich zurückziehen wird und über die Gewinnerteams beraten wird. Und um ungefähr 7:30 ist es dann soweit, dass die Jury die 3 Gewinnerteams präsentieren wird. Aber jetzt können Sie einen Moment durchatmen, Ihre Augen vom Bildschirm wegnehmen und um 18 Uhr sind wir wieder für Sie da. Danke vielmals.
Ja, warte mal schnell.
So, ich würde sagen, wir machen weiter. On recommencera pour la deuxième partie. Sie kennen nun den Ablauf schon. Ich warte noch ganz kurz, bis alle Teams wieder ihre Kamera eingeschaltet haben, damit ich auch ein bisschen sehe, ob sie da sind. Wobei alle Teams, die ihren Pitch noch vor sich haben, sind da. Wir machen also weiter. Es erwartet Sie nun eine nächste Runde mit rasanten Einblicken in die Projektideen unserer Teams. Und als nächstes möchte ich das Team Nummer 30 zu mir auf die virtuelle Bühne bitten. Das sind Tina Rohner und Bettina Bergamin. Sie stellen ihr Projekt Essenz Alp, Duftessenzen wecken Emotionen für die Biodiversität in den Alpen vor. Ihr Projekt, ihr Parkpartner ist die Biosphäre Müstair. Seid ihr bereit? Dann könnt ihr anfangen, euren Bildschirm zu teilen. Ja, wir sind daran. Ja, kein Problem. Die Zeit nehmen wir uns. Jetzt klappt's. Wunderbar. Jetzt seid ihr bereit. Kann ich loslegen? Ja. Wunderbar. Auf los geht's los. Buenos Aires Ensemble Ed Allegra. Essenz Alt. Duftessenzen wecken Emotionen für die Biodiversität. Die Biodiversität in den Alpen duftet einzigartig. Unsere Idee ist, als Pflanzenmaterial von der Pflege von ökologischer Infrastruktur ätherische Öle und Pflanzenwasser zu destillieren. Durch Storytelling vermarkten wir diese an unsere Zielgruppe und dadurch wecken die Duftessenzen Emotionen für die Biodiversität. Mit unserer Idee schließen wir den Kreislauf in Graubünden und setzen ökologische Infrastruktur nachhaltig im Wert. Unsere Idee gibt es im wachsenden Wellness- und Gesundheitsmarkt in Graubünden bisher noch gar nicht. Für das MVP, unser MVP-Test führen wir in der Region UNESCO-Biosphärenreservat Engiadina-Valmis-Steyr in Zusammenarbeit mit dem Biohof Cavalac und dem Forstamt in Schkuhl durch. Wir stellen drei verschiedene Duftessenzen her aus drei verschiedenen Pflanzensorten, Wacholder, Bergföhre und Heuwiese. Später möchten wir unsere Idee auf alle Bündner Perke ausweiten. Mit unserem Projekt sprechen wir eine wachsende Zielgruppe an. Sie ist nachhaltig, naturliebend, gesundheitsbewusst, aber auch trendbewusst. Für unsere MVP, unsere Zielgruppe für unser MVP sind Endkonsumentinnen und unser Weg zu ihnen ist Instagram. Später weiten wir unsere Zielgruppe mit Partnerinnen im Kanton Graubünden aus. Teilen wir in drei Phasen ein. Zuerst kommen die Vorbereitungen. Jetzt ist der Ton zu schlecht. Wir machen kurz, ich unterbreche die Zeit kurz, aber die Tonqualität ist nicht gut. Kannst du noch mal etwas sagen? Das MVP. Ja, jetzt ist gut. Super, danke vielmals, Katharina. Das MVP teilen wir in drei Phasen ein. Wir beginnen mit Vorbereitungen und Crowdfunding. Dann gehen wir zu der Herstellung der drei Duftessenzen, Wacholder, Föhre und Heuwiese. Das werden wir jeweils vor Ort machen, um unnötige Transportwege zu vermeiden, mit einer mobilen Destille. Und schließlich die dritte Phase stellt die Vermarktung via Storytelling dar. Der Test zeigt uns in diesen drei Phasen, ob wir auf diesem Weg die ökologische Infrastruktur nachhaltig in Wert setzen können und auch, ob wir das in Graubünden wirtschaftlich herstellen können. Hier sehen Sie unser Budget. Das beträgt total 8.500 Franken. Davon würden die 5.000 Franken des BAFUs einen sehr wichtigen Teil für uns ausmachen. Ihr seht, das ist mehr als die Hälfte. Und das würden wir einsetzen für diese mobile Destille, die wir bereits im Auge haben. Wir sind sicher, diese Idee ist die Basis für viele weitere Ideen und vor allem auch Umsetzungen. Beispielsweise, damit man die Duftessenzen in Nachhaltigkeitsläden verkaufen kann, um Workshops durchzuführen und Duftessenzen herzustellen,
um Natureinsätze mit Destillierkursen zu ergänzen oder Schulprojekte durchzuführen. Und schließlich auch für verschiedenste Kooperationen, wo wir bereits Gespräche geführt haben. Das ist beispielsweise mit Naturkosmetikerinnen oder in der Gesundheits- und Wellnessbranche Zusammenarbeiten zu suchen, die sehr stark ist bei uns in Graubünden. Also, geben Sie unserem Projekt eine Chance, denn wir sind startklar. Essenzial, den Duft der Alpen einfangen und Emotionen für die Biodiversität wecken. Grazie, Fitsch. Vielen Dank auch für diese Reise in die Bündner Alpen. Das war auch eine sehr beeindruckende Reise. Danke für die Präsentation. Ich frage wieder die Jury, ob sie noch Fragen haben. Ich habe eine Frage. Wisst ihr etwas über die Nachfrage nach diesen Düften? Ja, also wir haben einerseits Gespräche geführt mit Drogerien oder auch mit jemandem, der die Wellnessbranche vertritt. Und vor allem auch die Drogerien sagen, eigentlich ist die Nachfrage steigend nach ätherischen Ölen, nach Duftessenzen. Und die Leute sind auch immer mehr darauf sensibilisiert, dass es dort synthetisch hergestellte oder eben natürlich hergestellte gibt. Darum sind wir überzeugt, das ist ein wachsender Markt. Und vielleicht zum Ergänzen, wir haben das Projekt auch im Freundes- und Familienkreis vorgestellt und da sind wir auch auf sehr große Nachfrage gestoßen. Also es fanden alle als eine tolle Idee und würden sofort solche Öle aus Graubünden kaufen, weil im Moment kommen die Öle meistens gar nicht aus Graubünden, obwohl sie in Graubünden verkauft werden. Also wir haben das beispielsweise festgestellt, wenn man die kleinen Flächen dann umdreht, wo das Schweizer Kreuz drauf ist, dann ist die Herkunft oft gar nicht angezeigt. Recherchiert man dann ein bisschen länger, kommt das oft aus Österreich oder einfach dem nahen Ausland. Und wir finden, das ist sehr, sehr schade, das sollte nicht so sein. Okay, danke. Gut, ja, noch eine Frage. Noch eine kleine Anschlussfrage. Ja. Und wie mobil kann ich mir dieses Gerät vorstellen? Meistens brauchen diese Geräte ja dann doch irgendwie noch einen Wasserschlauch oder Strom oder keine Ahnung. Ist es wirklich mobil? Ja. Genau, also die Destille, die wir gerne uns anschaffen möchten, funktioniert mit einem Gasbrenner. Also da braucht man dann eine Gasflasche. Und selbstverständlich braucht man auch Wasser, aber das ist hier in den Bergen nicht so ein Thema. Wir arbeiten mit Landwirtschaftsbetrieben oder Forstbetrieben zusammen und die haben meistens installierte Bewässerungen. Also gerade im Unteren Engadin, ein sehr trockenes Tal, hat es eigentlich überall, auch auf den trockenen Wiesen, die werden zum Teil, müssen zum Teil bewässert werden. Da haben wir Zugang zu Wasser und Gas. Ja, sind wir mobil in dem Sinn. Und es passt halt eigentlich, also es ist ein kleines Gerät, es passt dann auch in ein größeres Auto und so sind wir mobil und können wirklich zum Ort hinfahren. Dann vielleicht noch kurz Zeit für weitere Fragen, falls es die gibt, von François oder Matthias. Ja, François? Oui, j'ai une question, ça va en français? Oui. Ouais. Ma question, c'est que vous avez parlé grisons, marcher dans les grisons, etc. Est-ce que vous pensez aller un peu plus loin que les grisons? Parce que vous avez une petite ville à Zurich qui s'appelle, à côté qui s'appelle Zurich, par exemple. Also, das haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Jetzt bei unserer Präsentation haben wir einfach jetzt mal Graubünden aufgelistet, so Schritt für Schritt. Aber also wir sind überzeugt, wenn diese Idee durchdacht ist, dann funktioniert die auch an anderen Orten. Also wir haben auch mit einer Walliser Destilliererin gesprochen. Solche Ideen könnte man eigentlich überall dann umsetzen. Ja. Und unsere Zielgruppe ist ja, also die sprechen eine schweizweite Zielgruppe an, die ja, auf in den sozialen Medien aktiv sind und so auf unser Produkt unsere Produkte kennenlernen und dann das auch, also wichtig für uns ist auch Emotion, also Essenzen wecken ja sofort eine Emotion oder eine Verbindung zu einer Region
Und das wollen wir auch für die Gäste in der Region oder in Graubünden, dass sie wie die Emotionen aus ihrem Aufenthalt in den Bergen nach Hause mit nach Zürich, nach Genf nehmen können und so sich daran erinnern. Tina, da ist offenbar ganz viel Begeisterung da, damit wir nicht die Zeit zu stark überziehen. Noch schnell, Matthias, hast du noch eine Frage oder ist das soweit klar? Ist gut, okay, keine weitere Frage. Gut, dann danke ich dem Team Nummer 30 herzlich für auch diese sehr inspirierende und vor allem auch begeisterte Präsentation. Vielen Dank. Auch danke vielmals. Und als nächstes möchte ich das Team 33, das ist Uli Scheuermeier, zu mir auf die Bühne bitten. Du kannst bereits anfangen, deine Präsentation zu teilen. Uli Scheuermeier stellt uns die Idee der BIDI vor, der Biodiversitätsgutscheine. Er hat diese Idee zusammen mit Maggie Konder und Roger Morgenthaler entwickelt und als Pilotregion soll der Naturpark Gantrisch dienen. Die Präsentation ist da. Bist du bereit, Uli? Ja. Gut, dann geht's los. Grüß euch miteinander. Wir wollen Biodiversitätsgutscheine einführen. Mit BIDI können wir einen realen Gegenwert für ökologische Infrastruktur erarbeiten. Das funktioniert im Kreislauf, indem ich zum Beispiel zuerst bei einer Erstellung einer Penjeshecke mitmache. Dafür bekomme ich als Anerkennung Gutscheine. Damit gehe ich zum Unverpacktladen, um einzukaufen. Der Unverpacktladen kann den BIDI einsetzen, um beim Bauern Urdinkel zu kaufen. Der Bauer kann bei mir Strom von meinem Dach kaufen, ich kann zum Beispiel Brot kaufen und so weiter. Was ist neu? Erstens, jeder BIDI hat eine Nummer, mit der ich auf bidigut.ch nachsehen kann, wo genau und wofür genau wurde diese BIDI eigentlich herausgegeben. Und somit haben wir den ökologischen Gegenwert des BIDI, kann ich jederzeit nachvollziehen und verifizieren, unabhängig, ich selbst. Zum Zweiten, bei jeder Handänderung zahlt jede Hand 1% des Wertes als Schweizer Franken in den BIDI-Fonds. Nach 50 Handänderungen hat der Fonds genug Geld, um den BIDI zu kaufen und zu vernichten. Ein realer Gegenwert der ökologischen Infrastruktur ist dann in Franken in der lokalen Wirtschaft erarbeitet worden. Das NVP wird uns zeigen müssen, wie wir uns organisieren sollen. Wir wissen schon jetzt, dass wir EinsatzleiterInnen ausbilden müssen, BIDI schöpfen, Datenbank betreiben, BIDI-Fonds betreiben und so weiter. Wir wollen in schrittweise vorgehen, in einem ersten Schritt Testläufe in Bern, dann ins Gantrisch-Gebiet ausweiten, mit den Geschäften, den ganzen BIDI-Kreislauf in den Griff bekommen, um dann die BIDI-Organisation gründen zu können. Mitmachen tun bis jetzt WWF Bern, einige Geschäfte und Beizen in Bern selbst. Wir haben gute Kontakte zu BirdLife-Sektionen im oder am Gantrisch-Gebiet, weshalb wir Gantrisch-Park kontaktiert haben, weil wir wollen mit interessierten Geschäften im Gantrisch-Park in Kontakt kommen. Die Resultate, wir wollen natürlich die Mechanismen in den Griff bekommen, gut dokumentieren und die BIDI-Organisation gründen, plus einige Effekte noch erwirken. Aber wir müssen sehen, wir wollen, dass das BIDI-System für alle Naturparks verfügbar wird. Man sieht beim Umsetzungsplan gut, dass wir da zwei Phasen haben, über ein ganzes Jahr verteilt. Die 3.000 von WWF Bern, damit kommen wir in Bern weiter. Und die 5.000, die brauchen wir dann, um dasselbe im Gantrisch-Park zu replizieren. Merci. Vielen Dank, Uli, auch für deine Präsentation. Das ist etwas ganz anderes, als wir bisher gehört haben. In dem Sinne auch ganz spannend. Also herzlichen Dank auch an dich. Und hier bin ich ganz sicher, dass die Jury Fragen hat. Die Frage ist, wer anfängt? Oder es war doch ja relativ klar erklärt, oder alle
Also vielleicht noch ein Satz zu dieser Frage mit den Zurückkaufen der Gutscheine. Wie ist das genau angedacht? Also der Fonds hat ja dann genug Geld beisammen, wenn genug Handänderungen stattgefunden haben. Da wird dann der Fonds einzelne BDs von Leuten, die den BD in Geld umwandeln wollen, zurückkaufen. Vielleicht, wenn keiner sonst aus der Jury eine Frage stellt, wie hoch schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit, dass der Kreislauf funktioniert, dass da genügend Geschäfte mitmachen? Habt ihr da so eine Einschätzung? Wir haben vorher nach den Marktchancen der Essenzen gefragt. Wie sind die Marktchancen hier? Also bislang haben wir bei Geschäften, die wir angefragt haben, haben sie erst mal gesagt, das ist aber kompliziert oder irgendwie so, aber mit der Zeit haben sie gesagt, doch, da würden sie gerne mitmachen. Also grundsätzlich scheint eine Möglichkeit zu sein, dass die Geschäfte sich dafür interessieren, weil sie sehen natürlich auch, dass wenn bei ihnen im Geschäft, in der Bäckerei oder irgendwo steht, wir akzeptieren BIDI, das sind natürlich Alleinstellungsmerkmale, wo sie sich auch eben für die Umwelt direkt so auf diese Weise engagieren können. Gut, danke vielmals. Hast du, Dominik, oder hat François noch eine Frage? Ja, ich kann mir das mit diesen Handänderungen noch nicht so ganz vorstellen. Was muss dann, wenn jetzt jemand das entgegennimmt, muss er dann noch irgendwo etwas in einer Tabelle eintragen? Oder wie verwaltet ihr das Ganze? Also in einer ersten Phase machen wir das noch mit Papier-BDs. Da werden wir noch nicht die 1% einziehen wollen, weil das wird kompliziert. Später denken wir müssten wahrscheinlich in ein SMS-artiges BD-System übergehen, wo dann automatisch bei jeder Handänderung Schweizer Franken überwiesen werden. Das sind alles noch spezielle Überlegungen, die wir alle erst noch testen müssen. Wir haben ziemlich gute Überlegungen, wie wir das machen wollen, aber wir müssen es testen können. Und vermutlich wird man dann, wird jede Person, die da mitmacht in diesem System, die müssen alle registriert sein, werden sowohl ein BIDI-Konto wie auch ein Schweizer Franken-Konto haben mit der BIDI-Organisation. Und so kann man dann bei jeder Handänderung schauen, dass diese Transaktionen stattfinden. Aber wie gesagt, das sind lauter Mechanismen, wo wir zwar Vorstellungen haben, wie wir das machen können, aber konkret müssen wir es noch ausprobieren. Gut, vielen Dank. François, hast du noch eine Frage oder ist es soweit klar? Oui, j'ai peut-être une petite question. Donc en fait, vous voulez créer une monnaie alternative? Il y en a pas mal d'autres, il y a eu pas mal d'autres essais en Suisse ou ailleurs. Est-ce que vous êtes un peu inspiré des autres monnaies alternatives qui existent, notamment en Suisse? Also, du meinst jetzt wahrscheinlich Alternativwährungen. Wir dachten immer, das sei eine Alternativwährung. Finanzexperten sagen uns, das sei nicht eine Alternativwährung, sondern wenn überhaupt, möglicherweise eine Komplementärwährung. Und zwar deshalb, weil eben wegen dieser Umwertung. Also der BIDI will ja explizit Schweizer Franken werden. Also dass das fortlaufend immer wieder so erarbeitet wird. Und das scheint offenbar, ich bin nicht Finanzmarktexperte, aber das scheint offenbar eine Innovation zu sein, wo sogar Finanzjuristen sich am Kopf kratzen, wie das eigentlich einzubauen ist. Aber wie gesagt, wir müssen das ausprobieren können, 1:1, damit die richtigen Fragen gestellt und beantwortet werden können. Danke, Ueli. Das ist manchmal so bei den Innovationen, wenn etwas ganz neu ist, dass man noch nicht alles zu Beginn weiß. Das gab es schon einige Male in der Geschichte, dass sich einige Leute am Kopf gekratzt haben und am Schluss hat es trotzdem geklappt. Vielen Dank. Wir machen weiter mit dem nächsten Team. Finalement.
Cette prochaine idée nous mène en Suisse romandie. C'est Elodie Gerber du Parc régional naturel du Chasseral qui va présenter son idée des fruits sauvages à redécouvrir. Elle a co-développé cette idée avec Nicolas Leschaud. Elodie, tu es prête? Je vois déjà. Je dois encore commencer le timer. OK. Tu es prête? Tu es encore en mute. Ah, maintenant ça marche, oui. Alors, un moment. Elle va partager encore une fois sa présentation. Oui, j'arrive. Pas de souci, on a le temps. Alors, voilà. Et puis, maintenant, je présente, je partage. Et maintenant, ça marche. OK. Très bien. Je suis prête. Oui, encore. Parfait. Ça commence. Je suis très heureuse de vous présenter mon projet des fruits à redécouvrir. Voilà, très bien, ça marche. L'objectif de ce projet est de valoriser les haies. Qui tendent à disparaître à cause du mitage du paysage. Les haies sont essentielles comme corridor à faune, elles servent d'habitat et produisent de la nourriture pour de nombreuses espèces. Il existe des moyens de les valoriser à travers les surfaces pour la biodiversité et la qualité du paysage, mais cela ne suffit pas. Ici, nous nous trouvons à Orvin, au pied du Chasseral. C'est 25 exploitants pour plus de 600 mètres de haies recensées, mais c'est aussi un village de 1200 habitants avec un pressoir et une distillerie. Une haie riche en baies variées est une haie riche en biodiversité. C'est le message que je souhaite faire passer aux participants durant toutes les étapes de ce projet. Pour y arriver, je vais leur proposer de prendre une part active dans l'élaboration d'un jus de fruits et d'une eau de vie. Lors de chaque action, ils découvriront par les cinq sens l'importance de ces milieux, leur entretien et pourront ainsi mieux les protéger. C'est le principe du consommateur, celui qui participe à l'évolution du produit. Comment motiver les propriétaires, habitants et bénévoles à participer à ces événements? En leur offrant une expérience inoubliable autour des haies, mélangeant découvertes, partage et actions concrètes. Un premier événement aura lieu cet été et ce sera la récolte organisée par le Parc Chasseral et la Société d'arboriculture. Lors de celle-ci, les participants pourront agir mais aussi découvrir, grâce à des spécialistes, toute la biodiversité des haies. Les agriculteurs et propriétaires pourront recevoir soit de l'argent contre les fruits, soit récupérer une partie pour créer leurs propres produits. La deuxième action sera la transformation des fruits, avec la découverte de recettes et la transmission d'un savoir-faire traditionnel. Et enfin, la dernière étape sera la dégustation lors de la semaine du goût en septembre. Le budget permettra de financer ces trois événements, mais l'objectif est surtout de créer un réseau de personnes motivées à pérenniser ces actions dans le temps, afin que cela redevienne une habitude et permette de valoriser les haies riches en baies. Autour de la réalisation de ce projet, c'est tout un réseau à construire. Société d'arboriculture, Parc Chasseral, propriétaires et tous les acteurs que vous pouvez voir sur cette slide. Pour terminer, je dirais que le potentiel lié à l'infrastructure écologique est grand à Orvin. Il y a une richesse de structures existantes à pérenniser et à valoriser, de grandes zones prioritaires pour la biodiversité, ainsi que des personnes et des sociétés locales dynamiques cohabitent dans cette commune. C'est autant d'acteurs à motiver à agir pour la valorisation de ces haies, de leurs fruits et de leur entretien. Je remercie encore l'Office fédéral de l'environnement pour leur contribution à ce projet, ainsi que le Parc Chasseral pour son soutien, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Elodie. Aussi, ça, c'est une présentation très inspirante et déjà avec des produits qui sont déjà identifiés. Donc, je regarde la jury si vous avez encore des questions pour l'équipe 43. Et finalement, François ne doit pas demander si ça va en français. C'est gut auf Deutsch.
Parfait, on a déjà essayé ça. Oui, j'ai une petite question. Vous avez montré des tas de fruits super. Et puis, est-ce qu'ils existent vraiment tous dans les haies ou bien est-ce qu'il va falloir que vous plantiez des choses pour justement compléter l'assortiment? Alors, il existe déjà une grande partie de ces fruits, mais c'est clair qu'il y a une grande partie des haies qui ne contiennent pas forcément systématiquement tous les fruits. L'idée, c'est que ça puisse donner après envie aux propriétaires de planter effectivement les baies pour compléter leur haie. Mais avec ce qu'il y a sur le terrain, il y a déjà de quoi faire. Merci. Mathias? Comment est l'intérêt des propriétaires de partager à ce projet? Vous avez déjà fait des sondages, des discussions? On est intéressé ou... Alors, oui, j'ai déjà fait des sondages et il y a plusieurs propriétaires qui sont curieux, en fait, de voir le résultat parce qu'ils connaissent très mal ces fruits. Et ils ne savent pas si c'est bon, ils ne savent pas quel est l'intérêt derrière. Donc, l'idée, c'est de pouvoir justement cette année leur présenter quelques produits pour qu'ils puissent vraiment déguster puis qu'ils se rendent compte de ce que c'est. Enfin, souvent, pour eux, c'est plus contraignant qu'intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question de Dominique? Non. Peut-être une petite question en plus. Il est prévu de vendre ces produits ou c'était seulement quelque chose de marché régional avec les gens qui aident à sauvegarder les haies? Comment ça se présente? Alors, l'idée, c'est que justement, on va proposer aux propriétaires soit de récupérer les fruits pour faire leurs propres produits. Et s'ils nous vendent les fruits, à ce moment-là, avec la société d'arboriculture puis la distillerie, on ferait un produit labellisé Parc Chasseral qu'on pourrait vendre après, effectivement. Für die zweite Stufe dann vorgesehen. Merci beaucoup, Elodie, pour ta présentation. Et merci. Donc, on passe pour la semi-dernière présentation, l'avant-dernière présentation. Elle nous ramène encore une fois en Suisse romande. C'est Bettina Ernest qui va nous présenter son idée des cornes pour la biodiversité. Elle a développé son idée ensemble avec René Altermat dans le parc du Doubs. Bettina, est-ce que tu es déjà... Je vois que tu es déjà prête. Ah, et c'est aussi René Altermat qui est aussi avec nous. Bonjour. Donc, vous êtes pas encore tout prête, mais ça peut se tenir seulement des secondes. Ça marche? OK, parfait. On va commencer avec les 3 minutes. Bonjour à tous. Nous sommes donc biologistes. Pause, encore une. On ne voit pas, on voit aussi votre note. Donc, on doit encore trouver la bonne manière de ce que nous voyons seulement votre écran. On a le temps pour tester, donc ne soyez pas nerveux. C'est bon maintenant? Maintenant, on ne voit rien. Ah. On va recommencer encore une fois. Ok. C'est toujours les Welsh où ça plante. Ah, on voit votre... Ouais, maintenant, ça, c'est bon. Voilà. Ok. On recommence encore une fois. Ça va? C'est bon. Ok, bon. Voilà, bonjour à tous. Nous sommes donc biologistes et moi agriculteurs. Notre ferme se trouve à Épauvillers dans le parc du Doubs et nous produisons principalement du lait pour la fabrication de têtes de moine AOP. Et comme les autres paysans de la région, nous avons des pâturages extensifs en pente qui demandent beaucoup d'entretien. La solution traditionnelle, c'est débroussailler. Une opération qui est chronophage, qui est pénible et parfois difficilement mécanisable. Et quand il y a trop de buissons, l'agriculteur intervient massivement. Tout y passe en une fois et au bout de quelques années, on en est de nouveau au même point. Depuis 2017, nous avons trouvé une solution plus durable, l'entretien avec des chèvres rustiques.
Je vous laisse apprécier le résultat obtenu en 4 ans dans ce pâturage en pente. Notre projet, nous voulons mettre notre troupeau à disposition des agriculteurs de la région pour l'entretien de leur pâturage embroussaillé et difficile d'accès. Durant l'été, le troupeau est ainsi déplacé d'une parcelle à l'autre. À l'automne, les cabris élevés sous la mairie au pâturage partent soit pour l'élevage ou soit pour la boucherie, fournissant ainsi une viande de qualité produite dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Notre service d'éco-pâturage permet aux exploitants de profiter du travail de nos chèvres et de notre expérience sans devoir garder un troupeau à l'année. Nous sommes convaincus des avantages agronomiques et écologiques qu'apporte notre service. Contrairement aux machines, les chèvres maintiennent le milieu ouvert sans atteinte au sol. L'entretien se fait dans le long terme et de manière ciblée. La pression de pâture peut être adaptée aux conditions de la parcelle, évitant incendie, érosion et surpâture. Sans vous parler des autres avantages, comme la production durable de viande ou encore le maintien d'une race menacée qu'est la Capra grigia. La détention de chèvres nécessite des clôtures adaptées. Deux solutions existent. La plus économique, les filets électrifiés et mobiles, peut cependant être dangereuse pour les chèvres, comme nous en avons fait la triste expérience. Nous voulons donc miser sur des clôtures fixes, plus durables, mais aussi plus coûteuses. Une fois mises en place, elles offrent plus de sécurité pour les animaux et une charge de travail nettement diminuée. Pour les amortir, nous prévoyons des contrats sur plusieurs années. Pour que notre service soit une réelle alternative pour les agriculteurs, nous espérons obtenir le soutien des fondations pour l'achat des clôtures. Le travail est fourni par les exploitants. Nous souhaitons donc développer un moyen de communication et de présentation simple et efficace avec lequel démarcher des potentiels clients afin de connaître leur intérêt pour notre offre. C'est pour cette étape initiale que nous avons besoin d'un soutien financier. Le budget, vous voyez ici, concerne uniquement la planification et les frais initiaux engendrés par la mise en place du projet. Nos prestations propres financent les frais liés à l'agrandissement de la chèvrerie, tandis que les chèvres sont prêtées par notre exploitation. La contribution de l'OFEV permet de lancer le projet et de réaliser notre étude de marché. Avec notre service, nous nous engageons pour un entretien durable des pâturages extensifs, pour l'agriculture et la biodiversité. Merci pour votre soutien. Merci beaucoup aussi pour cette présentation. C'est très dommage qu'on ne peut pas vraiment applaudir. Merci. Donc, je regarde encore une fois la jury. Est-ce que vous avez des questions concernant les cornes pour la biodiversité? Je vois Dominique. Oui, j'ai une question. Vous avez déjà parlé avec des agriculteurs. Il y a un intérêt pour ce projet? Alors, j'ai eu des contacts, par exemple, avec ProNatura, qui mène un projet similaire avec le projet Lièvre et compagnie pour le Jura, Jura Bernois et Neuchâtel. Eux, ils ont des projets sur le Jura Bernois. Là, ils ont deux exploitants qui participent. Et j'ai la chance d'être conseillère pour le réseau écologique de la vallée du Doubs. Et par ce biais, je connais pas mal les parcelles, et notamment les parcelles intéressantes. Et c'est clair que dans certaines situations, on a eu des interventions massives pour couvrir des parcelles, mais l'entretien après ne suit pas. Donc, il y a des fonds du canton, de la République et du canton du Jura, pour faire ces premiers travaux. Mais après, pour l'entretien, ben, il manque souvent des solutions qui sont durables. Et c'est là que nous, on aimerait intervenir. Après, pour que ça soit intéressant pour les exploitants, il faut clairement que ça ne demande pas trop de temps. C'est pour ça aussi qu'on va miser sur les clôtures fixes, afin d'avoir quelque chose qui, une fois mis en place, ben voilà. Après, ça devient plus facile pour la gestion du troupeau et on va faire une partie du travail. Donc, cette partie-là sera payée par les exploitants. Donc, c'est vraiment la partie location du troupeau, gestion du troupeau. Nous, ça nous finance les chèvres supplémentaires et l'étable, enfin la chèvrerie en l'occurrence. Et voilà. Donc, on espère, si on arrive à obtenir des fondations qui payent les barrières, à ce moment-là, je pense que les exploitants seront partants parce qu'ils auront aussi une plus-value qui sera très intéressante. C'est un projet qui va vraiment améliorer les différentes surfaces. Donc, est-ce qu'il y a des autres questions de Mathias ou de François? Non? C'était tout clair? OK, parfait. Donc,
Wir gehen in diesem Fall schon zur letzten Präsentation. Ich bin beeindruckt über die Vielfalt der Ideen, die wir heute Abend gesehen haben. Und als letztes möchte ich Viktor Kondrau zu mir auf die virtuelle Bühne bitten. Diese Idee führt uns zurück in den Jurapark Aargau, von wo wir bereits die Idee von Lea Reusser gesehen haben. Viktor Kondrau präsentiert uns seine Idee einer Naturnotfallapotheke. Dein Bildschirm ist geteilt. Gut, bist du bereit, Viktor? Ja, okay. Es ist gut. Ja, sieht gut aus. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ja, dann auf los geht's, los. Grüezi miteinander. Ich freue mich, Ihnen heute eine innovative Projektidee vorstellen zu dürfen. Unsere Gruppe Landschaftsmedizin entwickelt eine Naturapotheke, welche KursteilnehmerInnen selber herstellen können. Unser MVP-Test besteht aus einem Basiskurs zur Herstellung dieser Naturapotheke. Die Elemente sind botanischer Heilpflanzenrundgang, Pflanzen sammeln, drei Produkte selber herstellen und die Abgabe einer Kursbroschüre. Unsere Testkunden sind die TeilnehmerInnen selbst, das heißt naturinteressierte MitarbeiterInnen vom Jurapark Aargau. Mit dem MVP wollen wir Folgendes herausfinden. Sind unsere Kunden bereit, das Produkt Basiskurs zu kaufen? Die Antwort lautet ja, wir haben bereits schon 20 Anmeldungen. Weitere Fragen, die wir überprüfen möchten, sind unsere Kunden interessiert, die Produkte selber herzustellen oder sind die Rezepte verständlich und wirksam und vieles mehr. Die ökologische Infrastruktur des MVP befindet sich in Schinznach, in einem Hotspot der ÖI des Juraparks, mit einem 14 Hektar großen Naturschutzgebiet von kantonaler Bedeutung. Die ÖI wird in Wert gesetzt durch Sensibilisierung und Verhaltenskodex, sinnvolle Verwertung von Pflanzenresten aus Pflegeeinsätzen, Weiterentwicklung der ÖI durch unsere Kursteilnehmer im eigenen Wohnumfeld und finanziellen Mehrwert schaffen. Wichtig für uns, kein Sammeln von geschützten seltenen Pflanzen und der Einbezug von Pflanzen aus Arbeitseinsätzen. Unser Team besteht aus 5 Mitgliedern der IG Landschaftsmedizin des Juraparks mit viel Praxiserfahrung. Vielfältige Partnerschaften vernetzen uns mit der Region, zum einen mit dem Jurapark selbst, mit Tourismus, Gesundheitsbranche, Schulen und dem Naturschutz. Unser Implementierungsplan ist bereits in Umsetzung, das heißt im August, September finden 2 Kurse zum MVP statt. Wir haben ein Gesamtbudget von ca. 30.000 Franken. Ganz wichtig für das Projekt ist der Beitrag von BAFU, damit die externen Fixkosten bezahlt werden können. Falls ja, stehen die Chancen gut, dass das MVP realisiert werden kann. Zum Schluss, unsere zentralen Anliegen sind der Aufbau neuer Partnerschaften durch die Gesundheitsförderung und die sinnvolle Verwertung von Pflanzenresten aus Naturpflegeeinsätzen für die Naturapotheke. Die Wertschätzung für die ÖI wird so auf einer persönlichen und emotionalen Ebene aufgebaut, ganz im Sinne von, eine gesunde Natur fördert nicht nur die Biodiversität, sondern auch meine eigene Gesundheit. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und ich bin offen für Fragen. Ja, vielen Dank, Viktor. Ich bin beeindruckt, dass alle Teams die Zeit hervorragend eingehalten haben. Vielen Dank. Ja, gibt es zu diesem Projekt, zu dieser Idee noch Fragen? Von der Jury? Ja, ich habe noch eine Frage. Eben, ihr redet jetzt davon Apotheke. Also die Leute gehen davon aus, dass sie da etwas produzieren, was wirklich ihnen hilft. Also eine Medizin in dem Sinne. Ist es nicht sehr kompliziert, dass man so etwas sagen darf und von dem Verfahren her und so weiter? Braucht es Bewilligungen und so weiter oder ist das eine einfache Geschichte? Es ist natürlich immer wieder diese Frage. In der ersten Phase verkaufen wir ja nicht eine fixfertige Naturapotheke, sondern wir produzieren dies in einem Kurs mit diesen Leuten und dann darf man relativ viel machen. Wir versprechen auch keine Heilung, sondern Linderung, Gesundheitsförderung. Beispielsweise beim Wandern, wenn man sich einen Insektenstich holt,
Welchen Spray kann man selber machen und einsetzen oder bei Schürfwundungen oder Verstauchungen. Und wir werden nie von Heilprozessen oder Heilung sprechen, das wäre wirklich heikel. Und wir werden sicher dann auch nach dem Test MVP und sicher auch mit dem Kantonschemiker in Verbindung setzen, um zu schauen, welchen Spielraum haben wir für die Weiterentwicklung des ganzen Projektes. Danke. François, noch eine Frage von dir? Oui, j'avais juste une question. Est-ce que, en fait, donc vous, je vous ai à moitié répondu déjà. Vous pensez donc que les gens vont faire leurs produits puis ils vont partir en montagne avec, avec cette pharmacie? Hast du die Frage verstanden, Victor? Nein, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Die Frage war, ob die Leute wirklich dann ein eigenes Produkt herstellen und damit zum Beispiel das mitnehmen können, dann, wenn sie auf einer Wanderung sind. Genau, das ist das Ziel, dass die TeilnehmerInnen möglichst viel diese Produkte selber herstellen. Wir haben dann auch in diesem Kursbuch, das wir Ihnen abgeben, in dieser Begleitbroschüre, verschiedene Produktionsmöglichkeiten, die wir aufzeigen, auch mit welchen Pflanzen und sagen auch, wie der Einsatz ist über Sprays, über Salben, über Tinkturen und so weiter. Und die Erfahrungen, die wir bis jetzt schon gemacht haben in anderen Kursen, wo wir das nicht so explizit zur Naturapotheke entwickelt haben, hat gezeigt, dass das Anfertigen dieser Produkte eigentlich sehr, sehr einfach ist, wenn man die nötige Einführung dazu bekommt. Und es ist wunderbar zu sehen, wie die Leute dann auch Freude daran haben, selbst eigentlich ihre Produkte herzustellen und mit nach Hause zu nehmen. Und dann hoffentlich auch auf Wanderschaften, Spaziergängen jeweils immer im Rucksack dabei zu haben. Gut, vielen Dank. Gibt es noch eine Frage von dir, Matthias? Ja. Von wie vielen Produkten geht ihr da aus? Ihr habt jetzt mal drei genannt. Was ist da so? Was steht da noch alles in eurem Kursbuch, was ökologischen Infrastruktur dann effektiv gewonnen werden kann? Wenn du dann zu unserem Basiskurs kommst, erfährst du das alles. Aber ich kann dir natürlich einen Ausblick geben. In diesem Kursbuch haben wir etwa 15 Pflanzenporträts und circa 10 verschiedene Anwendungen, die wir vorstellen. Und die Idee ist dann, dass wir verschiedene Vertiefungskurse entwickeln und anbieten, um möglichst die Palette dann auszubauen. Aber ich denke, mit diesen 15 Pflanzen und circa 10 Anwendungen können wir schon eine recht gute Basis aufbauen für die Leute. Gut. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Pitches angelangt. Und ich würde sagen, dass sich alle, insbesondere die Teams, nun natürlich eine richtige Pause verdient haben, außer die Jury, die durfte ja bisher nur zuhören. Das heißt, die müssen jetzt ein bisschen arbeiten. Die Jury wird sich jetzt dann gleich, sobald ich den Ablauf erklärt habe, zu ihrer finalen Beratung zurückziehen. Sie haben ja vorher die Präsentationen bereits gesehen und haben jetzt noch einmal ganz aktiv zugehört und werden sich nun für eine halbe Stunde zurückziehen, ein bisschen mehr als eine halbe Stunde, um eben noch final zu beraten, welche drei Projekte mit einer Finanzierung belohnt werden. Jetzt wird es also richtig spannend, aber für diese Pause kehren Sie bitte nachher zurück und nicht erst, wenn die Jury fertig beraten hat, weil es gibt jetzt nämlich eine musikalische Überraschung. Ich würde aber vorschlagen, dass wir ganz kurz 5 Minuten Pause machen und uns um 7:10 noch einmal treffen. Je vais le répéter en français aussi pour notre pour la surprise que nous avons préparée. On se rencontre de nouveau à 6:50. Prenez quelque chose pour boire, vous rafraîchissez un peu parce qu'après, il a une petite surprise musicale, je peux déjà dire cela. La jury et tout l'ensemble, on va se réunir à 7:20, je dirais, pour les résultats finaux de ce projet. Donc, maintenant, 5 minutes de pause, on se réunit
tous ensemble ici à, dans la salle plénière. La jury va se retirer et on continuera en plénière à 7h20. Also wir machen um 19.20 Uhr weiter, die Jury zieht sich zurück und jetzt kurz 5 Minuten Pause, damit sie sich alle etwas zu trinken holen können, damit sie die Pause nachher und die Überraschung auch wirklich genießen können. Also bis ganz gleich. Genau, als Jury gehen wir gleich direkt in den Breakout-Room. Ja.
Also ich hoffe, dass jetzt dann die Leute wieder zurückkommen für unsere Überraschung. Ich sehe, die Bildschirme gehen wieder an. J'espère que le public reviendra pour la petite surprise musicale qu'on a préparée. Et je vais attendre encore quelques secondes pour être sûr que, au minimum, les participants qui sont ici dans la salle Zoom sont là. Je vais changer en français maintenant et je propose qu'on commence avec la petite surprise. Je dois l'admettre que j'attends déjà avec impatience ce moment maintenant. Nous avons mis au point quelque chose de merveilleux. Et vous savez que l'entreprise Secon qui a géré ce projet avec Planval, elle travaille également au Moyen-Orient. Et là, nous avons rencontré un merveilleux musicien, c'est Claude Schreidi, qui vit à Beyrouth, au Liban. Et grâce à la numérisation et à Zoom, on a la possibilité de l'engager pour notre événement qui aura lieu en ligne à ce moment-là. Et Claude va maintenant faire quelque chose de très innovant. Il chante et il interprète des chansons populaires traditionnelles suisses qui ont toutes un lien très étroit avec l'infrastructure écologique et les parcs. Et il les mélange avec une pincée de mille et une nuits et des rythmes arabes. Donc cela reflète parfaitement l'essence de notre projet de créer des innovations avec l'écologie infrastructure et l'infrastructure écologique et les parcs suisses. Donc Claude, s'il te plaît, tu peux te présenter et tu peux commencer. Tu es encore en mute. C'est ah, maintenant ça marche, oui. Mm-hmm. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Claude, je suis un musicien. Et je fais des productions de musique sur le laptop. Et en même temps, je fais mes chansons et tout. Alors maintenant, je vais commencer avec cette chanson en français. Ça s'appelle « Là-haut sur la montagne ». Okay. Chérie, le dessous, marée
chanson avec une chanson arabe parce que les mots sont les mêmes à peu près et j'aimais comme quoi faire une petite innovation comme ça musicale. Thank you.
شبنمان چو فرده سیمان بر اون سپرنی لیا بین کوکیز بر اون سیما سانسیو گیلانه تن بر سی شبنمان چو فرده سیمان چمینم سی Thank you.
This one was like a mix between these two. The language is very new to me, so I'm trying to like read the words and do everything. But I love it, and we're gonna do this one now. This song is called Gangrèvè d'Agale. I don't know if I'm saying it right. Perfect. So we're going like this. Sandala duya, duya, sandala duya, oh.
Merci Claude, c'était vraiment fantastique, merci. Ouais. C'est très dommage qu'on ne peut pas tous applaudir, mais j'ai noté, j'ai regardé aux faces des participants qu'ils étaient vraiment touchés. Et moi aussi, c'était merveilleux et j'étais vraiment très touchée. Et je dois aussi dire que c'est très étonnant de voir comment les mélodies peuvent traverser le monde. Et quand je me préparais et quand j'ai recherché un peu les chansons que Claude pourrait interpréter, j'ai lu dans ce vieux livre, La Volkskunde der Schweiz. C'est un livre du milieu du siècle qui est passé, qui est écrit par un renommé chercheur Richard Weiss. Il a écrit que la mélodie du chanson Vreneli am Guckisberg, c'est Schaben am Mönch auf Erde, qu'elle vient pas de la Suisse, qu'elle est vraiment très suisse maintenant, mais elle vient de la Lettonie et Livonie. Et d'autre part, on dit que cette chanson était enregistrée la première fois dans le 19e siècle. Et maintenant, elle est voyagée jusqu'au Liban. Donc, c'est vraiment fantastique. Donc, merci, un grand, super grand merci à Claude. Peut-être il va encore nous réjouir avec une autre chanson à la fin de cette soirée. Mais maintenant, j'aimerais passer à ce moment que nous avons toutes attendu, toutes espéré. Et donc, je vais changer encore une fois en allemand. Merci beaucoup, Claude, pour ta musique. Ich weiß, dass Sie nun alle sehr gespannt sind. Ich hoffe, die Musik hat Sie trotzdem etwas die Zeit für Sie verstreichen lassen. Und ich sehe, dass, ich schaue noch mal kurz, alle Jurymitglieder bei uns sind. Ja, alle Jurymitglieder sind da. Es geht nun so weiter, dass Matthias Stremlo zuerst etwas Generelles zur Arbeit der Jury sagen wird und dann kommen wir zu den drei Laudatie sozusagen. Ich gebe also das Wort an Matthias. Ja, danke Katharina. Ich bin beleuchtet von der Abendsonne. Ihr seht, im Burgdorf scheint für einmal die Sonne. Ich habe das große Bedürfnis, oder wir als Jury haben das große Bedürfnis, euch zu danken für die große Arbeit, für die tollen Ideen. Lasst euch das nochmal, was wir heute gehört haben, durch die Sinne gehen. Wir wären ein Jahr beschäftigt, oder? Wir würden irgendwann die Klangsymphonien im Safiental uns zu Gemüte führen, würden dann im Diemtigtal die Fluss
Fauna entdecken und noch den Angelschein machen, würden dann irgendwann im Herbst in Erlen am Obstfest den Bauern zeigen, dass der Most auch im Wallis fein ist. Das kann ich als Thurgauer dann beurteilen. Wir würden irgendwann, wenn man mal einen lustvollen Abend zu zweit im Tal genießen und auch uns wieder stärken an einem Sinnesabend. Wir würden die Möglichkeit haben, ich habe 4 Kinder oder im Aargau, die Sicht der Tiere auf ihre herausragende Landschaft kennenzulernen und das, was vielleicht noch eine Barriere ist. Wir hätten einen Naturpflegeeinsatz und wüssten, es würden Düfte entstehen, die wir dann irgendwann vielleicht mal in der Badewanne einsetzen und uns verwöhnen lassen, um dann sicher das Ganze mit Bidis zu zahlen, um vielleicht in einem Frühsommertag im Chasseral bei der Ernte von Hecken Früchten teilzunehmen, die wir dann an einem Winterarbeit essen, vielleicht auch im Spätherbst im Du durch eine gepflegte Wiedweide zu laufen und alles das eben mit Bidis zahlen und erst noch mit selber gemachten Heilkräutern oder Salben die wunden Füße pflegen zu können. Also lasst euch das mal durch die Sinne gehen und ihr werdet sehen, also wir haben einen super Beitrag geleistet, das ganze Jahr über uns mit Produkten, Ideen, Geschäftsmodellen aus den Schweizer Perken und der ökologischen Infrastruktur zu beschäftigen. Wenn das nicht ein Riesenapplaus wert ist, dann weiß ich nicht, was es ist. Also herzlichen Dank allen Teams für die super Ideen. Sie passen wie eine Perlenkette zusammen. Aufruf dann auch ans Netzwerk, dazu zu sorgen, dass das alles geschäftsreif wird und dass wir wirklich mal so einen Angebotsparcours durch die Schweiz mit diesen Projekten machen können. In dem Sinn ist es der Jury auch wichtig und wir möchten das oder ich möchte das mit diesen einleitenden Worten betonen. Herzlichen Dank, macht weiter. Wir würden uns riesig freuen, wenn das alles auf den Markt kommt, wenn das alles realisiert wird. Wir sind insofern glücklich, dass das Coaching weitergehen kann für alle Projekte und jetzt nicht exklusiv nur 3 Projekte profitieren von den 5.000 Franken. Also nochmal herzlichen Dank. Es war nicht einfach, ihr merkt es, wir haben, ja, die Qual der Wahl gehabt, wir haben sie getroffen und den ersten Preisträger, jetzt habe ich es richtig formuliert, den ersten Preisträger wird Dominik Weissen präsentieren. Dominik, darf ich dir das Wort geben? Ja, gerne. Herzlichen Dank, Matthias. Ja, es ist mir eine Ehre, hier das erste Projekt vorzustellen, das in die Grenze kommt, der 3 prämierten Projekte. Es ist Augmented Reality, der Park aus der Tierperspektive von Lea Reusser. Bravo! Yeah! Dankeschön! Ja, sehr gern. Ich kann auch noch kurz erzählen, was die Jury überzeugt hat. Also, wir fanden, mit dem Projekt kann man wirklich eine interessante Zielgruppe, also die Familien, die Kinder, auch schon die kleinen Kinder, für die Wichtigkeit der ökologischen Infrastruktur abholen. Weil jeder will und jede will, dass Frieda Fledermaus und Leo Lux und Werni Wiesel ein Zuhause haben und man kann sich das bildlich vorstellen und wir können uns wirklich gut vorstellen, dass diese Idee, dass die wirklich funktionieren wird. Was auch interessant ist, ist, dass modernste Technologie genutzt wird, um eine sehr technologieaffine Zielgruppe, eben die Kleinen, abzuholen, auf eine wirklich neue Art. Also wir haben alle so etwas in der Art noch nie gesehen und das ist wirklich auch das Innovative und Spannende.
Und was auch schön ist, dass das Projekt ausgeweitet werden kann auf weitere Perke und dass ihr das auch schon in eure Überlegungen mit einbezogen habt, diesen Aspekt. Und somit hat das Projekt auch ein hohes Kommunikationspotenzial, vielleicht eines Tages auch national. Ich freue mich jedenfalls schon heute auf einen Igel Ingemar und eine Meise Mathilda in irgendeinem Schweizer Park und gratuliere dir, Lea, und dem ganzen Team des Juraparks Aargau, das da mitgearbeitet hat, zu diesem Erfolg und zu diesem spannenden Projekt. Bravo. Danke vielmals, das freut mich natürlich sehr. Und ja, das T-Shirt, ihr seht, wir haben es schon fast. Nein, wir haben da schon Gilbert, den Glöckli-Frosch oder wie auch immer, genau. Ja, genau. Da arbeiten wir weiter. Super, danke vielmals. Gut. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass der zweite Preisträger wird wahrscheinlich von François vorgestellt. Ist das richtig? Donc, François, je te passe la parole. Merci. Alors, on s'est promené pas mal, notamment autour du Jura. Et puis, on s'est attaché à un biotope menacé, qui est celui des haies. Les haies, ça contribue à l'infrastructure écologique, ça la met en réseau. Ça contribue aussi à la beauté du paysage. Et puis, il y a un projet, vous savez déjà lequel, qui a pour but de faire aimer ces haies, non seulement aux agriculteurs, qui ont plutôt tendance à les couper, parce que ça les embête avec leurs tracteurs, mais ce projet veut leur faire sauvegarder les haies, et puis il veut aller même encore un peu plus loin. S'ils les aiment bien, ils vont planter, ils vont les compléter, ils vont non seulement les conserver, mais les enrichir. Alors, aussi évidemment, comme il n'y a pas que les agriculteurs sur le monde, ça serait un peu dommage de ne penser qu'à eux, ce projet veut aussi ouvrir la connaissance des haies, l'amour des haies à des gens d'un peu partout qui vont même payer de l'argent pour venir les conserver, mais aussi admirer leurs produits et avoir du plaisir avec. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'idée de valoriser la semaine du goût comme canal marketing. C'est tout trouvé, ça existe, c'est célèbre. Ils font des publications pratiquement gratuitement et tout ça, donc c'est un outil de promotion complètement extraordinaire. Et ça, c'était une très, très bonne idée. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est sa réplicabilité. Les haies, il y en a partout en Suisse. Et puis, donc, on peut faire partout des projets du genre avec des produits déjà qui peuvent être même très différents d'un endroit à l'autre, en montagne, en plaine ou ailleurs. Alors, félicitations au projet des haies et puis bonne suite. Merci beaucoup. Je vous inviterai à venir déguster à la semaine du goût. Donc, merci beaucoup, François et Elodie. Félicitations. Je suis très fière. Elodie était dans mon équipe, donc je suis très fière que ce projet a réussi. Félicitations. Et zum Schluss, für das letzte der Tage dieser Teams, möchte ich das Wort noch einmal an Matthias übergeben. Ja, jetzt kann ich noch ein Team glücklich machen. Es sind noch 8, die ganz gespannt sind. Ja, die Jury hat gefunden, der ganze Anlass ist auch eine Möglichkeit, etwas auf dem Weg zu helfen, welches experimentell ist, welches ganz neu ist, welches ein Potenzial hat, weit über die Perke, über die ÖI hinaus von Bedeutung zu sein für die Biodiversitätspolitik insgesamt. Ein Projekt, welches Menschen verbindet, die freiwillig sich engagieren für die Natur, mit Menschen, die mit viel Herzblut auch Produkte aus der ÖI herstellen und verkaufen, mit Geschäftsmodellen, Partnern außerhalb dieser engen Community. Ein Projekt mit viel Kommunikationspotenzial und eben auch mit einem großen Risiko. Die Jury hat gefunden, tun wir es, nehmen wir das Risiko
und unterstützen damit die Idee des Biodiversitätsgutscheins BIDI und danken Uli Scheuermeier und seinem Team für diese spannende Idee. Die Idee ist breit gedacht. Ihr habt mit den 5.000 Franken etwas Luft, den einen oder anderen Schritt weiterzugehen. Die Jury wird es freuen und ich glaube, das würden wir alle an diesen Abend würden wir uns erinnern, wenn das ein Erfolg wird und in der Schweizer Biodiversitäts-Community einschlägt. Wir wünschen euch allen erdenklichen Erfolg dazu und ja, danken euch und ermutigen euch, mit den 5.000 Franken weiter zu testen im Gantrisch. Viel Erfolg. Merci vielmals. Ja, super. Also, klar ist mir ja, dass die BIDI eigentlich überall einsetzbar werden könnten. Und was ich da von den anderen mitbekommen habe, also ich möchte dann schon mit eigentlich allen 10 Projekten, die da mitgemacht haben, dann irgendwann mal Kontakt aufnehmen und schauen, ob irgendwie BIDI auch da möglich würden. Aber so weit sind wir noch nicht und vielen Dank, dass wir jetzt einen Schritt weiterkommen können. Merci. Ja, vielen Dank an die Jury und nochmals herzliche Gratulation an die 3 Gewinner. Ich möchte aber betonen, dass die anderen, die jetzt sicher teilweise etwas enttäuscht sind, natürlich in dem Sinn eigentlich auch Gewinner sind, weil wir euch auch in den verbleibenden Wochen und Monaten dabei unterstützen möchten, dass auch ihr eure Finanzierung für eure Projektumsetzung auf die Beine stellen könnt und dass am Schluss alle 10 Ideen umgesetzt werden können. Wie es jetzt weitergeht, zuerst, ich finde, wir haben alle noch einmal einen ganz, ganz großen Applaus verdient. Alle Teams haben hervorragende Arbeit geleistet und wirklich ganz, ganz tolle Arbeit geleistet. Und mir persönlich, und ich weiß, dass ich da nicht nur für mich spreche, sondern auch für meine Kolleginnen und Kollegen, die dabei auch mitgearbeitet haben. Ich glaube, das war für viele von uns das Lieblingsprojekt, für das wir auch am Feierabend mal oder irgendwann sonst einmal sehr, sehr gerne daran gearbeitet haben. Ich möchte das Wort noch an Thomas übergeben, der uns noch sagen wird, wie es weitergeht, damit eben am Schluss im September doch alle Projekte noch einmal einen großen Schritt weiter sind. Thomas? Ja, herzlichen Dank, Katharina. Und herzlichen Dank von meiner Seite und von Planwahl an alle Beteiligten, insbesondere natürlich an die Teams. Ich möchte das auch nochmal unterstreichen und betonen, dass es hier eigentlich 10 Gewinner gibt, dass ihr hoffentlich auch alle in der nächsten Phase weitermacht. Das sind super Ideen, das sind super Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen, die ihr da entwickelt habt. Wer hätte das vor 4 Monaten gedacht, als wir den Design Sprint durchgeführt haben, dass wir dann so nahe an den Kern der Sache herankommen, an die ökologische Infrastruktur, die ja für viele von euch vor eben 4, 5 Monaten noch gar nicht so greifbar waren. Herzlichen Dank für dieses Engagement. Wir als Coaches sind sehr froh, dass wir da als vielleicht biologischer Dünger zu diesen schönen Produkten aus dieser Innovationswerkstatt beitragen konnten. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr alle dann auch weitermacht bei der nächsten Phase. Ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich bei der Jury und ich bin froh, dass ich heute nicht in der Jury war. Ich bin auch froh, dass ich heute nicht pitchen musste. Als ich heute früh aufgewacht bin, war meine Stimme noch 2 Oktaven tiefer. Ich habe mir eine schöne Erkältung bei diesem schönen Frühling zugezogen und deswegen beschränke ich mich jetzt hier auf die Schlussworte. Und wir haben eine Folie, ich weiß nicht, ob ihr die einblenden könnt oder ob ich schnell den Bildschirm teilen soll, wo wir dann das weitere Vorgehen noch aufgezeigt haben. Mach's doch du schnell, Thomas. Dann teile ich schnell, jetzt habe ich aber die Rechte nicht, um das zu teilen, dann sage ich es euch einfach. Wir werden euch alle 10 Teams sehr
bald einladen zu einer Terminumfrage. Wir werden starten mit einem gemeinsamen Workshop für diese letzte Phase. Also ihr kennt das bereits. Wir haben immer gemeinsame Online-Workshops, wo wir alle, die hoffentlich weiter mitmachen werden, wieder zusammenholen und euch die nächste Phase erklären werden. Das wird sehr bald Anfang Juni sein. Und dann gehen wir wieder in individuelle Einzelcoachings, wo wir mit jedem einzelnen Team dann mit den bestehenden Coaches weitermachen, wo wir euch da unterstützen wollen, dass ihr eure Ideen noch weiter ausarbeiten könnt und möglichst auf den Markt bringen könnt, den Test vorbereiten, durchführen könnt, auch wenn das vielleicht jetzt mit den nicht euch zugestandenen 5.000 Franken ein bisschen schwieriger wird, aber auch an dieser Stelle möchte ich noch sagen, es gibt für viele von euren Ideen ja auch noch andere Kanäle, Finanzierungsquellen, die ihr vielleicht noch gar nicht bedacht habt. Also da werden wir euch auch Tipps geben, sei das über die neue Regionalpolitik, sei das über andere Förderinstrumente. Da werden wir euch dann auch individuell noch gewisse Hinweise geben. Wir werden einen weiteren gemeinsamen Workshop machen, so circa im August. Und wir werden dann abschließen Ende August, Anfang September. Also das heißt, es wird insgesamt 2 gemeinsame Online-Workshops geben und dann 3 bis 4, je nach Bedarf, Einzelcoachings für die Teams. Und diese Termine werden dann jeweils wieder individuell mit euch abgemacht. Wir werden abschließen, und das kann ich jetzt schon verkünden, am 9. September. Mit einem öffentlichen Abschlussevent. Und das wird in Willisau im Kanton Luzern sein. Wir haben lange gesucht nach einer Möglichkeit, wo wir diesen Abschlussevent machen können. Und wir sind fündig geworden beim Swiss Water and Climate Forum, das dieses Jahr zum ersten Mal stattfindet. SICON, CEWAS und auch Planwahl sind daran beteiligt. Und wir laden euch heute schon herzlich ein, dort teilzunehmen. Wir werden euch dann noch per Mail den Link schicken. Ihr könnt das sonst auch im Internet jetzt schon sehen, swisswaterclimateforum.ch. Es ist ein Forum, das sich thematisch gar nicht so ganz weit weg von euch befindet. Es geht nämlich um neue Lösungen, wie man den Klimawandel auf der regionalen Ebene bewältigen kann. Und wir werden das Abschlussevent für unsere Innovationswerkstatt als Prolog, also als eigenständige Veranstaltung vor dem offiziellen Start von diesem Swiss Water and Climate Forum machen. Wir gehen heute davon aus, dass wir euch dann zum ersten Mal physisch sehen können. Wir hoffen, dass ihr alle dann nach Willisau kommen könnt. Wer das nicht kann, wir werden eine hybride Veranstaltung machen und werden euch dann zuschalten über die bekannte Plattform, über Creation Camp. Wir werden auch die Jurymitglieder wieder hoffentlich alle dabei haben, vielleicht auch noch weitere Experten, Interessenten, Investoren. Und wir werden dann einen offiziellen Abschluss haben und ihr werdet dann entweder vielleicht schon am Markt sein oder danach auf den Markt kommen. Vielleicht werdet ihr eure Ideen auch noch anpassen. Wir hoffen, dass ihr alle dabei bleibt und wir werden in Kürze auf euch zukommen und dann auch abfragen, neben den 3 prämierten Teams, wer dann mit weitermacht. Und dann werden wir auch den Termin für den ersten gemeinsamen Workshop mit euch bestimmen. Von meiner Seite nochmal herzlichen Dank für dieses große Engagement. Ich war wirklich begeistert von euren Pitches. Ihr habt unsere konstruktive Kritik vom letzten Mal sehr gut aufgenommen. Ich bin froh, dass ich nicht in der Jury war und die Qual der Wahl hatte. Aber wir hoffen, dass ihr alle vielleicht auch die kleine Enttäuschung verschmerzt und dann weiter mitmacht im Sinne der Inwertsetzung der ökologischen Infrastruktur. Vielen Dank an euch alle. Ja, vielen Dank, Thomas. Damit kommen wir zum Ende unseres heutigen Abends, auf den wir uns alle so sehr gefreut haben. Und er wird mir in ganz, ganz guter Erinnerung bleiben. Mir bleibt es an dieser Stelle, euch zu danken. Zuallererst all den Teams, die sich hier mit wirklich ganz, ganz großem Engagement beteiligt haben, immer pünktlich dabei waren, zu den Coachings erschienen sind und alle unsere Anregungen aufgenommen, reflektiert und umgesetzt haben. Da habt ihr wirklich ganz tolle Arbeit geleistet. Und es freut mich auch sehr zu sehen, wirklich wie lebendig und innovativ all diese Ideen aus den verschiedenen Perken der Schweiz sind. Das finde ich auch ein ganz, ganz gutes Zeichen für dieses Instrument der regionalen Naturperke.
Ich möchte auch dem Team danken, das involviert war, allen voran natürlich Thomas Probst, Michael Kropatsch und Lorenz Kurz, die uns in den letzten Monaten dabei begleitet haben. Und natürlich auch der Jury, die involviert war, Matthias Stremloff, Dominik Weissen und François Parvet, dem BAFU, das dieses Projekt überhaupt erst möglich gemacht hat, und dem Netzwerk Schweizer Perke, die uns bei der Kommunikation und Umsetzung sehr stark unterstützt haben. Und ich hätte jetzt auch ganz, ganz gerne noch einmal Claude, unserem fantastischen, kreativen, innovativen Musiker, noch einmal ganz herzlich gedankt. Er ist leider viel beschäftigt und musste gleich weiter an einen nächsten Auftritt, aber ich werde ihm natürlich unseren Dank ausrichten. Und ich habe gesehen, dass es euch gleich gegangen ist wie mir, dass es unglaublich spannend war zu sehen, wie er da auf ganz innovative Weise diese Klänge in einen Teppich verwoben hat, der, ich glaube, das kann man fast sagen, der abhebt, zu einem fliegenden Teppich geworden ist. Und in diesem Sinne möchte ich den heutigen Abend beschließen und euch alles Gute wünschen. Und wir sehen uns weiter. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann im September sicher noch einmal live sehen werden. Das wäre ein wunderbarer Abschluss dieses sehr spannenden Projekts. Also herzlichen Dank. Feiert den Abend, auch wenn es nicht für die Auszeichnung gereicht hat, und seid stolz auf euch. Tschüss zusammen. Ciao. Arrivederci und au revoir. Merci vielmals. Ciao zusammen. Danke, schönen Abend. Vanessa, könntest du uns und die Jury und die Coaches